Snake nahm so eine Nacht weiter. Willkommen bei Couch an Couch. Heute spielen wir Overcooked. Team saßen wir jetzt so, ne? Team ja. Lars und ja, Gunnar. Ja, wir sind Lagunen. Oh, wie eine wunderschöne Lagune. Ganz recht. Fahren wir hier durch. Die Lagunen schwimmen gar nicht, ne? Ne, Lagunen sind die Dinger, doch, die Lagunen schwimmen. Sind die, die aus dem Meer rausspringen, ja. Du bist der Taucher. Gegen, ja. Wie heißt ihr? Lilly. Team Lilly. 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 Ja. Genau. Lilly. Hi. Lilly. Schön. Ist das nicht mega süß? Das ist so süß. Schön. Ja, ich spiele Overcooked. Und zwar in der Version, dass wir beide parallel die Level spielen. Oder beide Teams spielen parallel die Level. Und wir haben schnellsten Durchgang gewonnen. Aha. Nee, wer mehr also Punkte wir. Hat, oder? Ja, wer mehr Punkte hat, ja. Die Level wer haben ja immer dieselbe hat, Anzahl. Jeder hat das gleiche Zeitlimit. Ja, natürlich. Ja. Ja. Okay. Habt ihr geübt? Nein. Nein? Bevor es losgeht, guck dann nochmal die Fuchs von deinem Arsch raus da. Die ist doch nicht los. Leg die doch mal irgendwo frei. Guck mal, ich wollte nicht so böse mit dir reden. Du bist ein Arschloch, Krugmann. Du bist echt ein Schwein. Billig funken hier. Können wir gleich zum Abend? Ja, komm ruhig her. Ja, haben wir das schon mal geübt. Ich gerne das Spiel so oft. Ich bin sehr gut im Spiel. Ja, wollen wir loslegen, oder gerne. Was? Ja. Habt ihr Bock? Seid ihr fertig? Ich hab mega Bock. Seid ihr schon hingefahren zum Level? Lia ist gerade noch auf dem Weg. Jetzt ich fahr noch einmal eine Runde hier lang. Nicht dahin, das ist gefährlich. Ich fahr einmal durch den See. Nein, du kannst doch nicht mit dem Bus durch die Bäume. Alter. Ich kann auch mit dem Bus, aber nicht durch die Menschenmengen fahren hier, die hier sind. Hey, mega. Oh. Das ist ja unverschämt. So, ich fahr jetzt hier hin und los geht's, oder? Ja, wir sind bereit. Mega unrealistisch. Wir müssen erst mal. Darf man nicht sagen. Wer bist du, der Fuchs? Kann ich auch der Fuchs sein? Ja, wir sind ein Team aus Füchsen, ne? Okay, dann das Fuchs. Das sieht wirklich ein bisschen aus wie Gunnar. Ja, ich weiß. Müssen wir jetzt gleichzeitig. Oh, aber haben wir jetzt alle gedrückt, oder? Ja, also. Was ist hier los? Ach, die sehen wir nicht. Wir sind nur wir beide hier. Aha. Ach so, klar, wir müssen ja gar nicht. Okay, wir machen jetzt Suppe ganz schnell. Okay. Machen wir wieder so ja. Proben, ne? Okay, ich gehe nach unten. Ich ja, nachdem, was hab ich gemacht? Ich bin zum Schneider gegangen. Okay, ich bin da. Ich muss jetzt unterscheiden können, welche Farbe ich habe. Ach so, scheiße. Das ist rot. Mega dumm. Da hinten ist unten. Ich schau auch, oder? Ich lege erstmal überall Zwiebeln hin und dann komme ich auch rüber. Ja. Okay. Du kannst es aber auch schon mal reinmachen. Sehr gut vorbereitet. Okay. 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 Zwiebel fährt doch. Alles klar, dritte Zwiebel. Teller brauche ich, Teller. Ich hab Teller nebengelegt. Ja, du bist richtig aber dumm. Aber gleich gebe ich dir die, wenn ich die schau bitte, dass die Suppe nicht anbrennt, ja? So. Nicht. Die erste Suppe ist fertig, glaube ich. Wie viele Zwiebeln soll ich eigentlich schneiden? Oh, sorry. Passiert. Man heult gar nicht, ne? Fertige Suppe? Okay. Ja. Zack. Ich brauche wieder gleich neue. Das muss ich sagen, wenn die Suppe fertig ist. Achso, die war fertig. Legst mir die Teller einfach hin gleich. Ja, auf den, beim Abwasch. Ja. Oh, schmutzige Teller. Achso. So, ich kann auch gerne selber abwaschen. Achso, dann kannst du während so, ein bisschen stören. Ah, fuck, ich serviere die Suppe. Ja. Suppe ist fertig. So. Oh, ich hab Zeichen gestellt. Hast du den Topf gebracht? Oh, ich hätte es falsch weggeholt. Was machst du? Ich bin okay, super. Genau, super. Ich hab 6 Trinkgeld bekommen, aber. Geil. Ich bring den Topf wieder her. Ich hab nicht so viel Trinkgeld bekommen. Ja, ich hab echt so einen tieferen Ausschnitt. Ich hab sehr viel gelacht okay, dabei. Abwaschen wir haben Ihre Suppe. Bitte schön. Suppe ist fertig. Bitte ja. Schön. Sie sehen heute ganz fabelhaft aus. Sie haben einen wunderschönen Teint. Und ich brauche mal Zwiebeln, bitte. Geh zu dem Mann da. Also, ich habe ja wirklich einen wunderschönen Tag. Wieso? Nee. Seit wann? Suppe fertig! Okay. Suppe fertig! Jo, ich hol. So, wie viel haben wir noch? Schmutziger noch Teller, ja. Zwiebelsuppe. Ah, fuck. Nein! Suppe fertig. Ja. Nur einen Teller. Boah, das läuft gerade ganz gut. Ich habe Angst vor den Leveln, die wir nicht geübt haben. Also alles über 2. Euer dreckige Teller unten. Wir sind besser. Okay. Wesentlich besser. Oh, ich brauche gleich eine neue Zwiebel. So, Teller braucht gleich 9. Teller sind dreckig. Ja. Die Suppe ist fertig. Jawohl, die abfüllen. Teller ist im Spieldings, ne? Ja, Suppe ist fertig. Oh, geil. Du musst aufpassen, dass die Suppe gleich nicht anbrennt. Die brennt mir nie an. Fuck, hier hast du eine neue. Zack. Was wolltest du wissen? Dass man so Dashes
macht mit der Suppe in der Hand. Wie darf man das? Ich glaube nicht. Suppe fertig. Bring ich dem Kunden. Na, und neuen Teller. Hat die Kuckuck mit? Oh. Und eine neue Zwiebel. Teller hast du da. In 17 Sekunden ist alles vorbei. Von einer Zwiebel? Ja, wird nichts mehr. Doch, wird noch was. Den bringen wir noch schnell weg. Boah, das wäre geil. Mach du das? Machst du es, ja? Nee, du bist doch schon. Okay. Okay. Du machst drauf und dann rein. 5 Sekunden, komm. Yes. Komm schon. 3, 2. Ja. Ah! Was? Ich glaube, es ist besser. Wesentlich besser. Ja. Eine Suppe mehr gemacht. Oh, wenn wir den letzten noch abgegeben hätten. Wir haben auch mehr Trinkgeld bekommen als ihr. Ja, ja, weil gut. Ihr Frauen mehr Trinkgeld. Natürlich. Was auch sonst? Oh, scheiße. Nee, du. Jetzt schon keinen Bock mehr. Okay, nächstes Level. Wir waren richtig gut. Wir müssen gleich nur so einigermaßen anfangen, glaube ich. Was haben die denn gemacht, dass die so gut waren? Ich dachte wirklich, wir gewinnen Haus hoch. Ihr dürft doch den Wirt nicht so ignorieren. Dann möchte er in die Werbung gehen, Freunde. Ach so. Wir sehen davon nichts. Dann machen wir doch jetzt Werbung, oder? Dann machen wir jetzt Werbung. Ja. Bis gleich. Ich glaube, es ist noch besser. Hallo. Wir sind wieder zurück, glaube ich. Ja, sind wir? Ja. Bin nur aufgeregt, dass ihr euch jetzt schon absprecht, ey. Boah. Sorry. Achso, man kann das auch schon sehen, wie es aussieht da. Ja, eben, da kannst du dann schon überlegen, welche Taktik besonders gut ist. Ja, wir spielen immer noch Overcooked hier, bei Couch an Couch. Und ich würde sagen, wir gehen gleich in Level 2 rein, oder? Ja, wir sind bereit. Bist du bereit? Ich bin sehr bereit. Müssen wir jetzt auf X drücken und dann geht's direkt los? Glaub, oder wählen wir dann... 3, 2, 1, go! Okay. Also, Gunnar, ne? Das hat doch gut gemacht. Ja, mein Freund, wie schade. Wer bin ich denn? Ich bin da drüber. Okay, also ich schneide ich bin der Schnibbelmann. Okay, ich bin der Schnibbelmann. Hier, Zwiebeln. Und Tomate. 3 Zwiebeln an der Zahl. Sehr gut. Ich helfe dir schon mal. Okay, ich mach's in Was sind jetzt 3 Zwiebeln wieder? Oh, hier bin ich gerade nicht gut. Dann gehe ich jetzt wieder zurück und hole schon mal Tomaten. Okay, als nächstes Zwiebeln. Ich gebe den Teller gleich rüber, oder? Nee, geht nicht. Ich hole schon den 9. Ah, nee. Oh. Was machen wir? Fuck. Hier, was, ja, okay. Suppe. Alles klar. Suppe ist fertig. Das ist echt nicht so gut gerade. Ja, darum geht auch. Hä, das wusste ich irgendwie gar nicht. Das ist nice. Okay. Tomatensuppe. Danach kommen gleich wieder Tomaten. Genau. Ich bin so schlecht, dass ich nicht dasche. Aber wir sind auch super. Geh weg! Nein, das ist richtig schlecht. Zwiebel. Was haben wir? Was machen wir? Oh, was passiert hier? Das ist nehmen die Suppe. Ja, ich mach die Tomate! Oh nein, mach die Tomate! Ich mach schon runter. Das kann man vergessen. Abkühlen. Oh. Oh nee, wir sind super schlecht. Okay. Ich bleib jetzt mal hier und gib dir einfach die Sachen. Wieder Zwiebeln erst. Aber das geht auch nicht. Jetzt ich muss dir helfen. Ich geh mal ab. Ich mach die fertige Suppe. Oh fuck. Dash, Cam. Zwiebeln. Ah! Wer hat dich gestört? Ich mich selbst. So, alle 3 Zwiebeln sind drin. Das heißt, wir brauchen jetzt Tomaten. Ich hol den Teller. Nebenan sind Tomaten. Ich wasche den Teller schnell ab. Alles klar. Und ich dashe schon wieder nicht. Ich bin so dumm. Du bist echt dumm. Du läufst ganz normal rum, als seist du einer... Oh nein, die Dumms. Hier, rein damit. So, was brauchen wir? Tomaten. Hier. Oh, wir brauchen nicht noch mehr Tomaten. Nein, brauchen wir nicht. Scheiße, ich hab doch gerade noch... Zwiebelchen, mach hier einen Teller. Teller fertig. Was, Teller? Der Suppe ist fertig. Achso, wo ist ein Teller? Wir haben keinen Teller. Wir müssen abspülen erst. Oh, nee. Schön, gib ab. Trinkgeld habe ich sogar bekommen. So, Tomaten brauchen wir nicht. Zwiebeln. Ja, aber was ist denn das hier eigentlich? Also, wo ist denn der Topf? Ach, du hast den Topf da irgendwie weggestellt. Ja, den muss ich ihm runterstellen, wegen Verbrennungsgefahr. Mann, ich bin so... Oh, das ist super schlecht, die Runde, ey. Teller. Teller wird abgewaschen. Jawohl. Teller und ab. Was brauchen wir? Tomaten. Nur noch Tomaten erstmal. Okay. Scheiße, da oben! Alles gut. So, hier danach sind, wieder... Tomatensuppe. Der eine Dings ist fertig. Genau, sehr gut. Und du?
Auch auf jeden Fall Tomaten, ja. Pasta, Zwiebelsuppe eigentlich. Ich finde es manchmal ganz geil, aber so, wenn ich mich jetzt grundsätzlich entscheiden müsste, auf jeden Fall. Tomaten. Am liebsten natürlich die von Donny ohne Nudeln. Oh, ich brauche unbedingt einen Teller, die Suppe ist gleich fertig. Teller. Zweiter Teller. Zwiebel. Ich brauche. Oh, fuck, geh weg! Ich brauche noch eine Zwiebel. Ja, noch einige, ne? Ja. Okay. Fuck, ich glaube, gleich brennt's. Oh, sorry. Okay. Oh nein, komm, die eine schaffen wir noch, die eine schaffen wir noch. Ja. Komm. Ja. Nice. Okay. Ach, wir haben sogar noch 30 Sekunden. Ja, aber die wäre fast abgelaufen oben. Geh weg. Hey. Hier, nimm's. Leg's doch mal hin. Leg's doch irgendwo hin. Ja, mach's, hol's. Geh. Jetzt geh weg. Oh, aber das bringt trotzdem nichts. Oh, die Nummer ist vorbei. Oh, wie knapp. Oh. Wir waren richtig schlecht. Oh, wir waren so schlecht. Wie könnt ihr denn nicht viel besser sein, ey? Gott, war das aufregend. Oh Gott. 8 Suppen haben wir auch nur geschafft. Wie Loser, das verstehe ich jetzt nicht. Ja. Lass mal ganz kurz chillen, ey. Was ist mit euch denn los, ey? Ich fand das super anstrengend. Lass mal runterkommen jetzt. Fahr mal lieber jetzt mal rum hier. Komm, wir machen einen kleinen Ausflug durch den Wald. Oh, hier durch die... Okay. Wo ist das schiefgelaufen? Weiß ich nicht. Einige. Wir schaffen es jetzt. Okay, wir sind bereit. Ja. Ja, ihr macht einen Ausflug zum Atomkraftwerk erstmal. Ja. Okay, 3, 2, 1, go! Vielleicht haben die auch die besseren Köche. Ich glaube nicht. Wahrscheinlich, wer seid ihr? Schwarz. Ich bin okay. Halt ein Fuchs. Oh. Oh, fuck, jetzt musst du mir was das rübergeben, das bewegt sich gleich, ne? Was ist das erste? Erstmal Tomaten. Lass den scheiß Champignon in Ruhe, wir brauchen Tomaten. Nee, machen wir mal später. Für später. So. Oh, ich bin voll langsam. Ich vergesse immer zu dashen. Oh, du bist ja klug. Psst, nicht verraten, wie gut du warst. So, Zwiebeln, ja genau. Weißt du was? Das Level habe ich schon gespielt, die bewegen sich gleich. Wer bewegt sich? Das ganze Schiff. Oh, fast, wir schon mal Teller rüberholen. Dann wird es sich alles bewegen und dann kommen wir komplett außer Kontrolle. Guck, ja. Und jetzt ist es soweit. So, bist fertig? Hier. Scheiße. Achso, kann ich jetzt aufheben? Ich serviere und du kannst schon mal schneiden. Zwiebelchen! Oh. Nee, mach ich Zwiebelchen da rein dann noch. Weil die ist noch gar nicht. Nein! Das brennt gleich! Okay, danke. Mach schnell ein Zwiebelchen da rein! Wir brauchen gleich Tomate, aber das ist super unklug, was ich hier mache. Ne? Du musst schon weitermachen, Mini. Also, wenn sich das dreht, musst du unten so rumrennen. Okay. Dann bist du direkt wieder auf der anderen Seite. Zu der Abgabe. Ja. Okay, noch Tomaten. Brauchen noch mehr Tomaten, noch eine. Und Champignons, genau. Mach ich schon mal links rein. Genau. Andreas, links. Zwiebeln dann gleich. Oh, nee. Hier noch ein Champignon. Nee, wir brauchen erstmal Champignon. Hast recht. Ich mache jetzt erstmal die Suppe fertig. Nimm die Zwiebel weg. Suppe ist fertig. Und weg. Achtung, Champignon weg. Champignon rein. Hier ist der zweite auffällig. Champignon rein und Topf drauf. Was brauchen wir jetzt? Zwiebeln. Noch mehr Zwiebeln. Wir brauchen Zwiebeln wie die Schweine von 7. Und jetzt hier rein. Da rein. Zwiebeln kenne ich nicht. Keine Ahnung. Oh, Mann. Zwiebelchen sind fertig. Ah, wie schlecht. Okay. Zwiebelchen. Rein. Da brauchen wir jetzt noch mehr Zwiebelchen. Noch mehr Zwiebelchen rein. Da machen wir ein paar Zwiebeln. Oh nein. Mach nichts, ich bin hier. Okay, ich brauche einen Teller. Wir brauchen einen Teller. Kriegst du von mir gleich. Hier. Hier, Teller, fertig. Hast du das Fertige gesehen? Ja, hab ich schon weggegeben, Mann. No problem. Ist für dich gar kein Problem, ne, sowas. Mein Champignon? Oder war das ein Bug? Was machst du denn? Na, ich muss die Zwiebel da rein. Zwiebel schon rein. Wie hüpft man denn da rüber? Weiß ich nicht, wie ich das gemacht habe. Kann man nicht. Gleich müsstest du... Okay, ich gehe wieder rüber. Ja. Sehr gut. Eine Zwiebel brauchst. Ach, du hast da drüben noch welche liegen. Okay. Nee, aber so ist gut. Okay, Zwiebelsuppe ist fertig. Ja. Oh, fuck! Tomaten hast du drüben. Mann!
Wenn wir es verkacken, dann wegen diesem Move, den ich gerade gemacht habe. Ja, Achtung, ich komme wieder rüber. Ja! Scheiße! Nein! Gib mir die Tomate! Nimm die mal runter! Ja. Oh, wie dumm war das denn? Oh fuck, jetzt liegen die da schön. Ah, oh, ich Mann. Trottel, sorry, ey. Oh, die schaffen wir noch. Die Teller. Ah! Teller! Ich bin gerade unfähig. Ah, jetzt? Warum? Hä? Jetzt geh einfach mit dem Teller da dran. Es geht gerade nicht, fuck. Warum geht's denn nicht? Oh, ist das noch nicht ganz? Jetzt. Okay, da fehlt dir ernsthaft noch so ein Millimeter. Ah, okay. Tut mir leid. Was brauchen wir? Zwiebel, kein Problem. Oh, geiler Typ. Geil, ne? Geil, boy. Wir brauchen einer mit. Teller ja. Brauchen wir gleich, jawohl, aber nur einen. Nimm einen gleich mit von hinten, wenn du so abgibst. Bring einen neuen Teller mit. Ja, ich hab mich noch so fertig. Ah! Die sind richtig nice Dudes gerade. Okay, Champignons. 3 Sekunden noch. Wollen wir mal hört und hören zusammen machen? Komm, scheiße. Oh, das war richtig geil, wenn wir das nicht Alter, gewonnen was haben. Alter, was habt ihr gemacht? Ja! Was? Easy. Ja, das war diesmal einfach so. Runter kann es nicht mehr gehen. Runter ist nicht mal ein Apfel. Offensichtlich. Boah. Ja. 11 geile Suppen so haben wir abgeliefert. Die schmecken vorzüglich, haben sie. Ja, ich mir auch nicht. Vorzüglich. Trinken. Michelin-Sterne? 3. Was? Wie kriegt man denn das Trinkgeld eigentlich? Geil, wenn man sein. Schnell ist. Wenn man schnell ist? Okay. Und geil. Und wir waren nur halb so schnell wie ihr. Wir haben nur halb so viel Trinkgeld bekommen. Und lecker muss halt noch schmecken, ne? Ja gut, das ist halt schwierig. Das ist schon super lecker sein, ne? Aber wie kann Lars das überhaupt schmecken bei seinen fehlenden Geschmacksnerven? Freigeschaltet, weil wir hammergeil sind. Geil. Nächstes? Ich bleib trotzdem bei meinem Koch. Ich bleib bei meinem Koch, ist mir alles egal. Die Katzenköche. Ist mir egal, was die Kunden sagen. Wir stehen als Restaurant zu unseren Köchen. Seid ihr bereit? Yes, we are. Jetzt müssen wir Burger machen. Warte, was macht ihr? Achso, Burger machen wir einen, müssen wir dazu ein bisschen aufteilen. Hast du Burger schon mal gemacht? Einer Fleisch und Brot und einer den Rest. Genau. Ach doch, mit dir die Einführung schon, oder? Ich mach Fleisch. Nee. Okay, dann gib mir alles. Was willst du machen? Okay, dann los! Los! Ich mach. Okay, ich geb dir jetzt mal Brot. Ja. Dann mach ich Fleisch und. Ich schneide mal alles. Was mach ich mit dem Brot? Aber ist das klug überhaupt? Was mach ich mit dem Brot? Nix. Schneiden. Nee. Machen wir schneiden? Nee. Was? Oder einer bleibt im linken Bereich und einer im rechten. Ja, ich weiß es. Das kommt alles so drauf. Also ja, wir wollen jetzt noch ein Fleisch. Das ist hier so hinlegt. Das ist vielleicht gar nicht so gut. Das Ding's erst. Auf den Burger. Ich glaube, wir müssen mal ganz viel Fleisch braten, wenn jeder Pfanne immer was haben. Hä? Dann auf dem Fleisch-Dings. Hier. Chop, 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 chop. Achso, natürlich muss eine Frikadelle werden. Ich bin so dumm. Achso, und jetzt hier rein. Frikadelle werden. Ja, es ist noch keine Friki. Wir brauchen eine Friki. Mach die doch mal Ruffi. Hä, was mach ich denn jetzt? Schön den Dinger hier hin. Oh, es ist schlecht gerade. Da fehlt noch das Fleisch. Ist das Fleisch fertig oder was? Nee. Oh, Mann. Ich warte jetzt auf den ersten Burger. Wir müssen jetzt reinkommen. Ja. Mach mal Fleisch fertig. Warum ist das denn da nicht. Achso, das muss ich auch noch schneiden. Oh, das muss man ja alles schneiden, wie die Blöden. Okay, ich chop jetzt erstmal eine Runde. Hier. So. Oh, Fleisch, das muss man natürlich nicht choppen. Nee, hä? Ist Fleisch fertig oder was? Ja. Ja, und dann kommt es schön auf den Burger drauf. So, wir brauchen noch. Fertig. Gut. Salat? Oh, Tomaten brauchen wir gerade gar nicht. Ist das Fleisch fertig? Nee. Wir brauchen Fleisch in die Pfanne, Fleisch in die Pfanne, Fleisch in die Pfanne, Fleisch in die Pfanne. Okay. Erstmal. Ja. Ich brauch Fleisch, Salat. Fleisch. Brauchst du noch mehr Fleisch? Ja, gut, Fleisch brauchen wir natürlich oft. Genau, immer. Salat. Ich wasche ab. Ich mache gleich wieder Fleisch. So. Gut. Das ist das fertig? Ja. Gut. Okay. Ich mache Fleisch. Kann abgegeben werden. Achtung, das eine da ist gleich fertig, das eine Fleisch. Ja. Ich hol's. Okay. Ich hol Brot. Na, ich hab schon. Oder machst du? Okay. Ich hol nochmal Brot. Und ich. Oh, das eine Fleisch. Ah! Okay, ich hol. Oh, Scheiße, wir brauchen Teller. Ne? Ich geh abwaschen. Okay. Ist der fertig?
Nee. Nee, da muss Salat noch drauf. Ah, fuck. Ich hab überhaupt nicht... Oh, fuck, es brennt gleich. Machst du? Okay. Jetzt stehen die Pfannen da unten rum, ey. Scheiße. Haben die Teller hier überhaupt? Ich wasche ab. Ich tue jetzt erstmal das. Nur Burger und Brötchen. Jawohl. Burger ist fertig, Brötchen, Fleisch mache ich gerade. Mach du mal neues Geil. Fleisch auf dem Grill? Ja, ist drauf, ist drauf, ist nee, nicht drauf, ist nicht drauf. Ich muss stoppen. War dumm. Ich warte hier gerade, ich bin auch dumm, ich warte einfach hier. Das ist auch scheiße. Ja. Aber es ist super gut gewesen, trotzdem. Was ist jetzt los? Wieso geht das nicht? Die alle weg. Ich mega unorganisiert gerade. Mach nichts. Und die Salat. Ja. Ist fertig, Salat? Liegt ja. Hier. So, Salat, Burger, Brötchen. Oh. Tomaten brauche ich. Und brauchst Fleisch. Du noch? Fleisch. Vor allem Fleisch. Fleisch ist da oben auch fertig. Ja. Dann mach ich das auf den Burger, der hier links ist, oder? Genau. Perfekt. Weg damit. Und weg damit. Fleisch brauchen wir. Fleisch. 26 Sekunden haben wir nur noch. Fleisch brauchen wir. Wir machen ein Brötchen. Wir genau. Haben Teller, brauchen wir nicht mehr abwaschen. Wir haben genug Teller. Ja. Es ist sowieso gleich vorbei. Das heißt, wir brauchen nur noch das fertige Fleisch und machen da noch das Ding drauf. Ja. Mehr geht's nicht, 14 Sekunden. Ich baller jetzt mal alle. Ich mach einfach nochmal. Ja, geht nicht. Nee, Fleisch, geht nicht. Oh, okay, das schaffen wir nicht mehr. Ja, ich wasche noch gerade ab, wobei das auch mega ist. Aber in Ordnung, in der Küche, oder? Das noch? Nee, das bleibt mir gar nicht mehr. Boah, aber wir ganz haben schlecht. Noch 2 Sekunden. Ah, die waren viel besser. Zwei, ja? Waren wir besser? Ja. Yes. Viel besser auch. Wir waren aber auch nicht schlecht. Das war eine gute Aufgabe. Jetzt kannst du richtig schlecht vor. Ja, okay. Das war echt. Mega weird. Ich glaube, wir haben es am Anfang müssen die verchecken mit dem Fleisch. Kann ich dir nicht mehr sehen? Das sieht fast aus wie ein Ja, das haben die ja schon geübt. Nee, das Level hatten wir noch nicht geübt. Wir haben nur die ersten beiden einmal, nur die ersten beiden angespielt. Fuck, Mann. Tja. Wir schaffen das trotzdem. Wenn wir so weitermachen, müssen wir zumachen, den Laden. Nein, wir schaffen das. Wir kommen da raus aus der Misere. Ja, Mann. Vielleicht seid ihr nur keine Burgerköche. Sondern Suppen. Eher die Suppenprofis. Vielleicht müssen wir mal Rach anfragen. Seid ihr schon bei 1,5? 1,5? Ja. Ja. Okay, wir auch. 3, 2, 1. Go! Oh, ja. Naja, irgendwie muss man immer. Schaffen wir es wirklich, Gunnar? Ja. Dann check ab. Achso, haben wir schon. Wir haben gar nicht geguckt. Okay, was ist das? Nee, das was müssen wir machen? Weiß ich nicht. Okay. Suppe wahrscheinlich. Zwiebelsuppe. Ja. Tomatensuppe. Gibt's irgendwas Schlaues? Einer im rechten, einer im linken Bereich. Ja. Leg mir die mal hier hin. Und dann gehst du dir genau die wiederholen. Das ist schwierig, das ist sehr eng, ist wahrscheinlich gerade alles. Geh ein weiter, geh ein weiter. Ja, ich geh außen rum. Und wir brauchen nochmal. Danach Champignons. Genau. Champignons. Machen wir hier rein und du machst dann die Suppe gleich weiter. Jawohl. Wir laufen einfach immer rum, ja? Jawohl. Und jetzt müsste ich hier kurz Der als erstes da ist, der geht zur zweiten, ja? Achtung, Achtung, du musst die super retten. Ja, alles gut. Ich will abgeben. Nice, okay. Die haben wir fertig für Tomatensuppe. Das Zwiebel, war jetzt super scheiße, schnell. Zwiebeln, jawohl. Oh, weggelegt. Nicht weglegen in Zukunft. Na gut. Okay. Ich mach's rein. Ja. Was machst du? Ich wollte es eben reinlegen. Okay, dann mach ich noch eine Zwiebel. Fuck. Geh nach hinten. Brauch ich nicht. Okay, scheiße. Ist die Zwiebel fertig? Ja, Tomaten. Tomaten. Und ab dafür. 4 Trinkgeld. Nochmal Tomate. Soll er bekommen. Soll er bekommen. Soll. Kunde ist König für mich. Ich weiß, Mann, das ist voll freundlich. Wir brauchen geh Teller. Weg, geh weg, wir brauchen Teller. Geh dringend. Weg, dringend. Weg. Das geht ja nicht anders. Nimm gleich mal einen Teller mit. Voll da. Jawohl. Nimm noch einen Teller mit. Du musst. Die Suppe wird. Die Suppe ist fertig. Okay, jetzt mal Zwiebeln. Ey, ich mach Zwiebeln. Ja. Okay, brauchen wir noch eine Zwiebel? Ja, ne? Eine noch. Okay. Nimm die schnell. Okay, ich nehme erstmal die mit. So. Dann die da rein. Jetzt Pilze. Ich hole mir die hier einmal ab. Ah, smart. So. Muss ich mal abwaschen. Ich habe das Gefühl, dass du viel mehr machen musst als ich, aber passt das trotzdem? Ja, das geht schon so. Okay. Boah, du bist mega schnell. So. Okay. Achso, die ist nicht auf dem Herd. Oh nee! Ja, das sind die. Mach rein. Oh, jetzt ist sie wieder nicht auf dem Herd. Oh, wie verblödet, ey. Oh, was brauchen wir denn jetzt noch? Zwiebeln, so wackeln beide.
Oh, mach sie fertig, ja. Die kriegen gar kein Trinkgeld bestimmt von denen. Null, null. Aber ich finde, in Deutschland ist Trinkgeld schon Pflicht. Oh, noch eine Zwiebel. Oh Mann, die Champignons haben doch früher angefragt. Warum mache ich denn eine Zwiebel? Aus einer Champignon, ja. Ja. Shit, ich habe falsch mich gestellt. Zwiebel, Zwiebel, Zwiebel! Mach die bloß. Oh, jetzt haben wir eine Zwiebelsuppe fertig. Die brauchen wir noch gar nicht fertig. Stell die einfach irgendwo anders hin. Stell die einfach woanders hin. Doch, die brauchen wir schon. Okay. Tu mal an. Champignons auch. Dann mach keine Champignons. Scheißegal, ey, machen wir die scheiß Tomaten so wie jetzt. Und da ist auch sogar eine Champignon fertig schon, ja. Oh, was Mann, geh mir nicht auf den Sack. Ey, noch eine scheiß Champignon, dann ist die scheiß Champignon-Runde auch vorbei. Okay, die Zwiebeln müssen dringend. Oh, das war eine richtig schlechte Runde, Gunnar Gruppe. Ich hab noch eine, scheiße, schaffen wir noch. Geh. Nee, oh, ne. Eine ist noch. So und. Das war richtig schlecht. Schon wieder? Alter, das ist richtig gut. Ach, Mann. Oh. Drei Sterne. Das war richtig schlecht, Lasi. Oh, das ist unangenehm schlecht. Das war nicht für uns die ganze Nummer hier, ne? So eng, eng und so. Ja, eng war das auch. Ich hatte das Gefühl, mein Spieler ist voll dick. Marvel ist okay. Kam euch das auch so vor? Eng ist normalerweise geil, ne? Was soll mein armer Rollifahrer sagen? Das war nicht behindert. Ja, komm, mach vielleicht die scheiß neuen Koch wollen wir nicht haben, ey. Wollen wir alle nicht. Waschbärkoch. Der Waschbärkoch ist cool. Wir wollen euch jetzt richtig fertig machen. Ja, wir hatten ja auch gerade Chat-Duell und so. Wir müssen erstmal runterkommen und reinkommen, ne? Kraft man gar nicht, was man da machen muss, ne? Burger auf jeden Fall. Die kommen sich denn schon wieder an, ey! Mann! Der Burger und Suppen. Okay. Burger und Suppen. Also, ja. 3, 2, 1, go, komm, ey. Aber später kommt ein richtig schlimmes Level, da laufen Ratten auf dem Boden Burger, rum. Oh, das hab ich auch schon einmal gespielt. Ich bin ausgerastet. Boah, das war richtig scheiße. Das war richtig schlecht. Das sag ich sofort. Nimm doch aus deinem Fleisch! Erstmal können wir beide alle Fleischdinger voll machen. Aber die, okay. Ich muss gleich unbedingt eine andere Figur wieder nehmen. Die ist richtig. Ach, hier ist Erdbeben. Ah, okay, einer muss auf jeden Fall rechts bleiben. Was ist das denn? Und dann kannst jetzt? Du mir Dinger hier hochgeben. Ja. Ja. Was passiert? Weil sonst hier verbrennen denn? Die Sachen hier oben. Stimmt. Aber unten ja, aber bei einem Erdbeben ist man doch nicht fröhlich in der Küche. Doch. Dann geht mal raus hier. So, ich brauch Brot. Salat. Ja, ich hab auch gar kein Brot. Soll ich die geben? So. Weiß ich nicht. Kannst du das hier hochgeben? Kann man die hochwerfen? Nee. Wie geht das denn? Ich glaube gar nicht. Ah, jetzt müssen wir warten, oder was? Ich brauch Salat. Ich nehme den Salat. Und Tomaten brauchst du auch? Ja. Auf den Burger und weg damit. Weg damit! Ab dafür. Die Scheiße wegbringen, du! Ab dafür. Fleisch brauchst. Fleisch ist da. Jetzt nur Fleisch und Brot, okay. Und wir müssen da ganz viel hier hoch, drauf? Nee, machst du da. Fleisch und Brot. Ja, ist schon fertig. Oh, dann. Nein, das ist ganz schlecht. Das wird alles ganz dreckig da unten oben jetzt. Das wird verbrennen. Jetzt müssen wir gleich schon mal überlegen, wo der Feuerlöscher ist, weil das wird auf jeden Fall brennen. Fleisch, Salat. Okay, hab ich schon. Salat mache ich aus dem Meer. Oh, das brennt da oben. Können wir nicht alles auf die linke Küche verlagern? Nee, geht nicht, ne? Das brennt da oben, das brennt! Okay, wo ist der Feuerlöscher? Kevin, alles gut. Alles gerettet. Sehr gut. Was brauchen wir noch? Salat brauche ich noch, so, zack. Das Burgerfleisch ist unten fertig. Mal weg. Jawohl, machen wir wohin? Aufs Brot. Ich sehe kein Brot. Wo ist das scheiß Brot? Wir haben kein Brot. Da hinten, da. Wo ist denn das Brot? Wir haben auch keinen Teller mehr, Jo, dann machen wir das. Du hast es gerade aufs Brot gestellt. Ja. Oh, wir haben keinen Salat hier oben. Fuck, aber ich kann dir die Teller geben. Vielleicht. Okay. Aber du kannst auch. Dort kann ich. Du kannst einen mit Brot servieren. Der ist offen. Genau, der ist schon fertig. Sehr gut. Hier, ich tue den Salat da drauf. Ja. Hier ist Fleisch und Salat. Was ist denn da auf diesem Herd los? Ach, da ist keine Pfanne. Salat. Oh, fuck. Hier ist das Fleisch. Das ging ja schnell. Ich habe nur einen Teller. Scheiße.
Der ist noch nicht unten. Kannst du den nochmal berühren irgendwie? Alter, oh, das Mann. Ist voll der Bug. Das ist ja mega mies. Okay, ich probier's nochmal. Hier. Tomate, Salat. Ist egal. Okay. Salat habe ich, Korn und Tomate. Ist alles fertig für dich. Salat, nee, Tomate brauche ich. Ist doch unfertig. Ja. Salat, Teller brauche ich. Wo ist denn das Schwein? Wieso ist denn hier keine Pfanne? Oh, da ist sie. Oh, ah! Mann, du Scheißding, ey! Shh, everybody just calm. Wieso legt ihr das denn nicht da drauf? Nein, bleib oben, bleib oben! Oh, ich will da hoch! Achso, ich muss es nach choppen. Der war blöd, Entschuldigung. Aber alles gut, da ist doch nichts drauf. Chopp doch weiter. Ich hab doch gar nichts gesagt. Ja, weil du so einfach nur da stehst und nichts machst. Ich hab abgewaschen, du Schwein. Nicht. Brauchen wir alles gar nicht mehr. Wir brauchen alles nicht mehr. Wir müssen jetzt Burger machen und Fleisch. Burger und Fleisch, oder was? Ja, Brot, Brot. Jo, Brot ist hier. Dann machen wir da jetzt einen Salat drauf. Dann machen wir da noch eine Tomate drauf. Ich hab Salat drauf. Boah, das war ja, glaube ich, grauenhaft. Oder gibt es das fest? Yes! Mach weg, mach weg, mach weg! Das kommt mir irgendwie nicht so gut vor, was wir hier tun. Nee. Ach, scheiße, das ist noch hoch. Och, Mann, ey, wir können ja gar nichts in unserem Leben. Noch nie habe ich irgendwas hingekriegt. Mein Daumen tut schon voll weh. Ein bisschen muss man durchhalten. Lachen die da die Insider noch? Oh, ja, weil wir so gut sind. Mein kleiner Daumen tut weh. Ich spreche nie weißt wieder mit was? Euch. Weißt du was, wir hatten 200 Punkte gerade. Das Magnum Eis war 1000 Mal besser als dein Nachtisch. Fuck you. Damit rührst du in der ewigen Wunde. Ich hab schon keinen Bock mehr auf die Kacke hier. Du. Und wir müssen noch, wie lange? An aber wir haben 1, eine 15. Runde immerhin gewonnen. Ja. Geben wir auf? Nein, niemals. Nein, auf keinen Fall. Natürlich nicht. Ihr könnt immer noch zurückkommen. Natürlich gewinnen wir. Nee, ach so. Machen wir nicht. Ich dachte nichts. Ist das nur die Werbung oder was? Ja, dann sagt ja, ihr Leute, dann könnt ihr euch nochmal regenerieren und dann gucken wir nochmal. Ja, wir gucken nicht wieder vorher das Level an. Nein, so. Wir fahren ein bisschen durch den Wald. Werbung jetzt. Herzlich willkommen zurück. Hi. Bei Couch on Couch. Jetzt geht's in die Zwiebelkammer, Lars. Bitte was? Wir sind im zweiten jetzt Level angekommen. In die nee, ihr müsst ganz cool. Oben rechts hin. Wie? Ganz oben rechts. Weißt ist du mit der Zwiebelkammer? 2-1. Nee, nee. Das ist. Wo? Ganz oben fahr rechts? Fahr mal wieder den Weg zurück, wo ihr hergekommen seid. Ja, wie, fahr mal hier über die Brücke, fahr mal schön ein bisschen die genau, Seeluft genießen. Einmal da vorbei. Ah, Windkraft auch schön. Und dann, hä? Bei euch ist das. Okay, dann haben wir jetzt in diesem Moment ein Scheißproblem. Wir müssen in die Zwiebelkammer. Wir waren wahrscheinlich zu schlecht und haben das Level nicht freigeschaltet. Habt eigentlich verdient. Nein, echt? Nee, wir müssen in die Zwiebelkammer. Wie heißt denn euer Level? Ja, 2-1. Aber oh. Waren wir nicht in. Bist du nicht in die Zwiebelkammer gegangen? Nee, unser Level ist in die Zwiebelkammer. Aber, ja, sonst aber geht da habt ihr ja schon einen Stern. Dann geht der Story-Modus. Rein und guck, was passiert. Ja. Wir gehen mal rein, guck, was passiert. Ich esse der sonst mach kurz Pause, wenn das ein normales Level ist und wir gehen auch in die Zwiebelkammer. Nee, der erklärt euch jetzt irgendwas. Das ist die ja, euch das teleportiert ist der euch dann in das zweite Level? Oh, seid gegrüßt und mein Freund, mein Kleiner, wenn ich war, komm gut ran. Meine Freunde, Freunde, was hast du gesehen, wenn ich war, komm, jetzt vorstellen, meine Freundin, meine Freundin. Jetzt Freundin, verpasst ihr die deep Story von mir, ja. Aber echt. Bei uns war das bestimmt schon freigeschaltet, ne? Ja, aber müsste bei denen noch auf, wir haben jetzt alles gemacht. Ist jetzt da? Mhm. Okay. Okay. Und das habt ihr also vorhin einfach schon mal gemacht zum Üben, oder was? Ja, natürlich. Wir haben eigentlich alles schon durchgespielt. Ja, ich meine, wir sehen ja hier, dass da ein Stern schon vorhanden aber ist. Aber das waren nicht wir. Okay. Das ist, glaube ich, ja, hätten wir das gespielt, wird doch nicht nur ein Stern stehen. Ja. Kein schlechter Konter. Ich bin ruhig. Okay, los geht's. Warte. Ich will nicht wieder, ich nehme den Fuchs wieder mit dem, weil ich besser. Okay. Du bist nicht treu deinen Köchen gegenüber. Ja, sorry. Es geht immer nur um Geld, oh nein, Geld, Geld bei dir. Ja, das ist echt schwierig. Okay. Möchtest du oben oder unten sein? Café. Unten das Schnibbeln. Ich bin der schwarze Koch. Ja, 3, 2, 1, los. Go. Also oben ist Braten und Abgeben. Und unten. Unten ist Schnibbeln. Das geht schon wieder los. Ey, aber hey, wir sind noch nicht bereit. Achso, nein, wir sind. Halt! Oh, Scheiße! Stopp! Können wir Stopp machen? Nee.
Ich hab Pause. Ist doch scheiße, wenn das, wir haben keine wenn das jetzt so schon wieder anfällt. Wir haben keine Pause. Okay, wir brauchen erstmal Fleisch. Scheiße. Ich mach. Achso, jetzt können wir erstmal beide schnibbeln. Oh Mann, grob, Mann, nee. Geh ich gleich hoch. Du gehst rüber, ja, meinetwegen. Aber ich bring dir auch Fleisch mit. Ja, sonst leg das immer nur hier, weißt du, auf die Kante. Genau. Genau. Dann mal gerade. Ja. Schön auf den Boden legen. Ach, du hast schon Salat. Fuck, das war dumm. Ja. Ist ja nicht schlimm. Ich habe jetzt alles. Ganz normale das Hamburger. Das ist ja nice, dass man. Ganz normale Hamburger. Oh, ohne Schnack. Müssen wir abwaschen? Nee, ne? Nee. Gut. Das wäre ja jetzt die Frechheit. Ich bin schon mal beruhigt. Und ich schneide ja einfach alles vor. Fleisch das Fleisch kommt jetzt mal. Oh. Immer schön Fleisch shoppen. Da ist einmal Fleisch fertig. Ich habe ja auch noch ein Fleisch fertig. Warte, ich gehe mal schnell. Das Fleisch Salat. Ist fertig. Dann brauchen wir hier noch Tomate dazu. Wo ist denn die? Und noch einen Salat brauchen wir noch. Alles schon fertig. Ja, einen Salat brauchen wir noch. Kannst du alles hier unten schnappen, ja? Alles klar. Kann ich dir aber vorstellen. Was passiert, wenn ich runterfalle? Tomate. Weiß ich nicht. Rot, genau. Okay, das Fleisch ist auch erstmal fertig. Genau, ich brauche eine Tomate. Die liegt da oder noch eine? Und dann das da. Nee. Nee. Jetzt. Oh, nur zwei Trinkgeld. Ah, ich bin auch hier oben, scheiße. Oh, fuck, jetzt bin ich auch hier oben, Lasi. Wir haben nicht mal einen Teller hier. Ja, was machen wir denn hier? Doch, hier sind noch Teller, einige. Ah. Oh, jetzt wieder nur Fleisch und Brot, dann können wir das gleich machen. Ersten da, weißt du? Ja. Geh du runter und chop schön. Und schmeiß mir die Sachen rüber, du kannst sie auch rüber schmeißen. Mm-mm. Doch, ich hab doch vorhin auch geschmissen. Es ist die Wahrheit, ich... Was machst du? Einen Teller aufmachen. Achso. Jetzt bin ich auch schon wieder oben. Scheiße. Nein, ich bin runtergefallen und bin jetzt wieder unten. Dann mach Fleisch fertig. Wir haben zwei Patties. Einfach nur Fleisch fertig haben. Fleisch auf die Pfannen. Das zwei Patties, jawohl. Oh, ich hab auf den Boden geworfen, aber macht nichts. Das mögen die auch. Das ist immer noch gut. Hey, wieso geht das? Ach, da ist gar keine Pfanne drauf. Das muss doch deutlicher sein, dass da keine Pfanne ist. Was ist das für ein Spiel? Fuck. Ich hab's nicht geschafft, den wieder aufzunehmen. Das war richtig dumm. Hä? Was hab ich in der Hand? Ah, es ist rotes Fleisch. Okay. Oh Gott, das ist gerade ganz schlimm. Ganz schlimm. Hier ist... Okay. Jetzt Tomate, Salat. Kein Fleisch? Fleisch habe ich im Moment noch relativ viel hier. Ach so. Ah, wo sind denn die Pfannen? Ja, die stehen und hier. Und ich bin auf der falschen Seite. Du hast mich runtergefahren. Hoffentlich komme ich wieder auf den richtigen. Ja, okay. Ich gebe jetzt einfach mal auch andere Dinge ab. Ja, auf jeden Fall. Alles, was fertig ist. So. Achtung, das Fleisch. Ich habe keinen Platz mehr. So. Tomate. Brot. Fertig. So. Was macht der Feuerlöscher? Ich hab ihn hingestellt, wenn ich Angst hatte. Das ist 2 Zentimeter. Oh, jetzt könnte der da nicht rüberhüpfen wie so ein Bauer. Geh weg da jetzt. Tomaten brauchen wir. Scheiße. Nee, ein Salat. Boah, zum Glück. Aber ich habe den Feuerlöscher schon mal in der Hand gehabt und habe geprüft, ob er okay ist. Und er ist okay, falls dich interessiert hat. Ich habe den auch kurz in der Hand schon gehabt. Witzig. Okay, wir brauchen ja gar keinen Ding. Ich brauche nur Salat jetzt. Nur ein Salat. Mache ich da gleich drauf. Hier drauf und weg. Nee! Ach ja. Oh Mann. Oh krass, kannst du da rüberfahren? Ja, die sind natürlich besser. Oh nein. Nein. Das war so knapp. Ja, ärgert euch ruhig über eure 1-. Ich glaube, ich habe eine 5. Lasi. Das waren wirklich immer Frauen bei uns. Ja, ich glaube bei uns auch, aber ich gehörte zum Glück nicht dazu. Sag ich jetzt. Männer würden sowas niemals tun. Loser. Ja, geil. Obwohl Gunnar was zu essen hat, ist er nicht besser geworden. Das könnte glatt das Mäuselevel sein. Oh, ich hasse das Mäuselevel. In Brasilien oder was? Wir müssen so mal 7. Man kann aber auf die drauf treten. Ich habe letzte Woche ungefähr eine Stunde geübt. Ich habe das vor einem Jahr mal gespielt. Gab es da einen Trick gerade? Konnte man irgendwie über die LKW springen oder so oder was werfen? Nee. Mir ist ein paar Mal aus Salat runtergefallen, habe ich mich sehr geärgert. Ich gucke euch auch schon die Map an die ganze Zeit. Nein, ich gucke bei euch zu, wie ihr da so langfahrt. Ja.
Aber daran liegt es nicht, Gunnar. Wir sind einfach schlechter. Ja, immer diese Ausreden, die man dann sucht, warum man schummelt. Heißt, ja. Die kommen gerade aus dem Trainingscamp. Das müsste das Mäuselevel sein, haben die gesagt. Ich weiß nicht mehr, was aber wirklich, ey. Das ist doch Quatsch, da brauchen wir nicht weiter. Ja, doch, schaffen wir. Schafft ihr. Probieren wir aus jetzt, ne? Ob das also das ist das Letzte, was ich höre vom Scheißgegner. Okay, und los. Schafft ihr, sagt sie. Ihr kriegt das schon hin. Schafft ihr, sagt sie. So, wir machen jetzt kein Brasilien. Das ist das einzige Ziel, das wir heute haben. Okay, ich hole als erstes Tomaten brauche ich. Ja. Ich hab Zwiebeln hier. Gibst du mir die rüber? Aber brauchen wir gerade nicht. Achso, nee, ja, vielleicht. Nee, ich wollte dir nur sagen, brauchen wir nicht. Schnibbelst du in der Mitte und legst es einfach immer hin? Ja, mach das Sinn. Die Scheißviecher. Oh, die Mäuse oder was? Das muss das Mauslevel sein. Aber sind doch keine Mäuse. Ich glaube, das ist Mauslevel, Gunnar. Wir brauchen noch Champignons. Komm, wir gehen rüber. Bei den Champignons gehen wir hier rüber, beide. Ja, aber ich. Ja, beide rüber. Jetzt warten, bis beide die rüber. Suppe fertig Scheiß ist. Scheiß da drauf. Hä? Komm da jetzt mal hier rüber. Die Suppe brauchen wir doch. Ja, aber. Von was redest du denn? Geh doch rüber. Was machst du denn? Ich geb dir die doch. Du gibst sie zurück und ich werf die in den Topf. Jetzt Zwiebeln. Klauen die Mäuse was? Ich brauch noch einen Champignon von dir. Du hast doch Champignons. Achtung, Champignon geht kaputt. Ja, ja. Die Zwiebel nimmst du nicht weg! Du scheiß mal aus! Was brauchst du? Zwiebeln. Die Suppe ist fertig. Ja. Alles just saying. Gut. Alles just gut. Saying. Hier, mach die Suppe da rein. Du nimmst die scheiß Zwiebel nicht weg. Das nimmt der die geschnittene Zwiebel weg? Ja, ne, klau ich mir wieder. Aber man muss damit mit Viereck kannst du draufdrücken, dann ist es wieder, kannst du es klauen wieder. Ich brauche noch eine Zwiebel. Scheiß Maus, Alter, ich fick dich. Ich hab die Maus gefickt. Wir brauchen die Zwiebel, die fertigen brauchen wir. Trotzdem erstmal die Maus gefögelt. Das war gut. Was brauchst du noch? Keine Zwiebel mehr. Oh, ab Champignons. Hör mal. Super brennt. Klaust es nicht. Ey, ganz ehrlich, was ist das für eine scheiß Küche, wenn hier Mäuse rumrennen? Du haust mir ab! Sag doch, dass die Suppe fertig ist. Meinst du, das ist schon? Nee, damit sind wir bisher, glaube ich, noch nicht gut gefahren, oder? Wobei, jetzt haben wir uns allerdings beide gerade Champignons weggenommen. Nee, haben wir gar nicht. Du hast Zwiebeln gemacht. Ja, komm, dann mach ich, probieren wir es einmal. Ja. Ob das irgendwie Sinn macht. Zwiebeln! Vielleicht ist es auch klug, ja. Ich glaube, das funktioniert. Dann hat man auch einen besseren Blick auf die Mäuse. Es liegen nicht so viele Sachen rum. Ja. Komm, wir probieren das jetzt mal. Ich wasche jetzt aber auch mal was ab. Ja. Obwohl, ist das klug, weiß ich nicht. Und du hast eine Zwiebelsuppe, ne? Ja. Dann mache ich jetzt Champignon. Genau, und ich mache die Tomaten währenddessen. Und ich glaube, das ist gar nicht so doof. Ich sollte den nicht weglegen. Aber vielleicht legt man sich die immer... Nee, alles irgendwas hinlegen macht immer keinen Sinn. Wegen Mäusen. Hm. Leg dir das mal, guck mal den Topf so in die Mitte. Da muss man nicht da mal hinlaufen. Ah, ja, aber ich muss eh um da das Dings. Oh no, oh dann no. Kocht er ja noch nicht. Ich mach mir Zwiebeln als nächstes. Ja. Oh Mann! Wieso kann man den da nicht befüllen? Rübergehen zu den Champignons, die sind weg. Brauchen wir nicht mehr. Nicht mehr die Champignons machen, wir machen jetzt schon die Zwiebelsuppe. Ja, das ist schon Zwiebel. Scheiß auf die andere Küche. Was brauchen wir noch? Tomaten. Tomaten können wir hier wieder machen. Ja. Ich warte eben kurz, ich warte eben kurz. Oh nee. Oh, no. Mann, du blöde Maus. Lass sie doch die Tomaten nehmen, die brauchen wir eh nicht mehr jetzt. Nee, ich hab trotzdem keinen Bock, dass sie die klauen. Ganz ehrlich, das ist für mich ein Grundsatz in der Küche. Ah, können sie nicht klauen, die Schau. Oh no. So. Okay, jetzt ist eh schon wieder vorbei. Okay, Scheiße, nimm Teller, ran, geht, ran, ran. Ja, noch eine schaffen wir eh nicht. Nee. Nein! Jetzt bin ich mal gespannt. Und? Oh nee, aber ganz weit hinten. Ich trau mich ja gar nicht, mich zu freuen, weil die so traurig sind. Oh, aber das war jetzt deutlich knapper als sonst. Meine Kabel ist irgendwie komisch. Oh. Oh. Es tut mir echt ein bisschen leid. Oh, jetzt kriegen wir auch noch Mitleid. Das ist das Letzte, ne? Ich hab so keinen Bock auf Mitleid von euch.
Dann nächstes Level stattdessen? Oh, ja. Ja. Ach, Lasi. Mann, so ey. Macht nichts. Oh. Komm, die nächste Runde. Solange könnten auch das erste Level wieder machen. So. Das ist doch viel. Die haben ja alle diese schweren Dinger, da müssen wir erstmal reinkommen. Das haben die schon geübt und so weiter. Mehr als das Mäuselevel habe ich auch keinen. Wir sind doch hier nicht bei Beef, ey. So, komm. Was haben wir jetzt? 7-1, ich hab's doch gesagt. Genau das wollte ich verhindern. Dann hättest du dich mehr anstrengen müssen. Diese scheiß zynische Musik da im Hintergrund geht mir auch richtig auf den Sack. Ja, die Musik ist echt ein bisschen nervig. So, komm, was müssen wir spielen jetzt hier? 2-2 oder was? 2-3. Hä? 3-3? 2-3. Achso. Wenn ihr genug Sterne habt, um das freizuschalten. Nee, haben wir nicht. Was haben wir? Doch, haben wir. 3, 2, 1, go. Okay, ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert in dem Level. Ich habe mir gerade gar nicht angeguckt. Nee, nein. Warte. Ein Versuch. Okay. Was müssen wir machen? Fließbänder. Okay. Man kann alles auf die Fließbänder legen. Okay, alles klar. Ah. Das ist die Fließbandnummer, ne? Also leg ruhig ein bisschen das was haben drauf. Wir gleich gewusst, dass das die scheiß Fließbänder sind. Also du musst sie choppen und ich muss die wieder. Das Ding ist nur, ich kann die halt schnibbeln. Da unten wieder. Und dann leg ich dir alles wieder drauf. Ich leg die Brot hin. Ach krass, okay. Dann kannst du das unten jetzt schon neben die Pfanne legen. Teller liegen schon mal. Das ist ja witzig. So, naja, witzig ist nicht so richtig, witzig ist es nicht. Nee, du brauchst mir das nicht wiedergeben. Das hast du doch gesagt. Nein, du sollst mir das nicht wiedergeben, du sollst es behalten. Ich geb sie dir wieder, sag ich dir. Du musst es auch belegen. Ja, du belegst jetzt einfach bei dir hin, da komm, ich bring das kannst Fleisch. Kannst du mir noch irgendwas geben, schon als nächstes? Ich geb dir schon Fleisch. Ja, Salat shoppen oder so, anstatt da so rumzustehen? Okay, ich bin Lars, ich kenne jetzt plötzlich das Spiel oder was? Hier ist Fleisch, hier, bitteschön. Zack, hier hast du Fleisch. Was soll ich denn mit dem scheiß Fleisch jetzt machen? Auf die scheiß Burger machen! Ich weiß doch. Gib doch das Brot ab schon. Weiß. Ist schon fertig. Ich weiß doch, ich muss erstmal die scheiß... Oh, das ist ja super kompliziert, aber das ist echt ein cooles Spiel, sag ich jetzt euch mal ganz ehrlich. Oh, ich hab da schon. Was brauchen wir noch? Fleisch will ich wieder haben, ne, von dir. Ich brauch Fleisch von dir. Ich brauch geklöppeltes Fleisch. Ich brauch geklöppeltes Fleisch jetzt! Ich muss erstmal den. Lass, ich brauch Fleisch! Wir brauchen Trinkgeld, das ist doch wichtiger. Und den dreckigen Teller brauch ich. Ja, kriegst du. Fleisch brauch ich! Du sollst das Fleisch mir nicht wieder herschicken, du sollst es klöppeln. Ich hab dir ein geklöppeltes Fleisch gegeben. Ja, eins aber nur. Wie viel willst du denn noch? Du schickst mir das jetzt nicht nochmal rüber. Die Zwiebel musst du schneiden. Ich hab dir doch nur das Fleisch rübergeschickt. Ja, du hast mir eben aber das ganze Beef zurückgeschickt. Nein, es kommt einfach so. So, Salat, jetzt noch Fleisch. Ja, das schicke ich dir gerade. Die Pfanne brauche ich auch mal wieder, Lars, langsam. Braucht einen Teller, sagt er. Braucht danach Teller. Und zwar abgewaschene, schöne, abgewaschene, saubere Teller. Ja, du kriegst hier schon einen. Dass das schon ein fertiges Fleisch war. Ja, immer wenn da so ein Symbol drüber ist, dann ist das fertig. Tomatoes. Brot, ganz schnell. Achso, die kommen gleich schon. Brot so schnell, wie du noch kannst, den ganzen Speisen. Vorsicht. Brot, auf den Teller, Fleisch, auf dem Brot, zack. Oh, und die Pfanne hier, ich hab mir das ganze Glück. Ah! So. Ich mach grad völlige Scheiße. Ist das? Ich brauch unbedingt Fleisch auch. Du brauchst Fleisch? Mhm. Oh, besser ist es. Ich brauch vor allem Fleisch, glaube ich. Braucht einen Teller, sagt er. Teller habe ich einen dreckigen nur gekriegt. Ich brauche noch mehr. Fleisch ist fertig. Hier, komm. Ich brauche meine Pfannen zurück. Ich brauche die Pfannen vor allem zurück. Jo. Kriegst du nicht. Okay. Hier. Meine Scheißfresse, ey. Drauf und weg. Teller, ich brauche einen Teller, ganz dringend. Scheiße, wir haben keinen Teller. Okay, Achtung. Ich brauche einen Teller. Schick dir. Bitte schön, hier kommt ein Teller. Ich brauche das Fleisch gehackt, will ich das zurückhaben. Nicht einfach so, ne? Weißt du schon. Das hast du mir. Habe ich noch nicht hingekriegt. Noch 20 Sekunden. Jetzt können wir uns höchstens noch auf eins konzentrieren. Schafft man das noch? Ja, ich schick dir ein Fleisch. Ja, aber das wird nichts. Wir brauchen noch Salat.
Oh no. Boah, das war richtig schlecht. Wir haben gefühlt zwei Bestellungen abgegeben. Und noch Salat brauchen wir. Hab ich dir schon mal geschickt. Wenn ich ein Fleisch kriege, könnten wir es noch schaffen. Ich hab keinen Teller, ja. Jo, das hat ihr sicher gemacht, oder? Alter! Ja. Wir haben gewonnen! Haus hoch, du! Ja, das war echt schlecht. Ja, ich hab's auch gar nicht gemacht. Du kannst jetzt noch gewinnen lassen. Richtig dumm. Cash rules everything around me. We get the money. Dollar, dollar, billion. Geht's eurem Ego jetzt wieder ein bisschen besser? Ja, komm, ich kann den Arm richten. Hä, was? Was? Gewonnen? Boah, für mich war das die einzig faire Runde bisher. Ja. Aber das einzige Mal, dass das Ergebnis auch nee, wirklich widerspiegelt, was hier los ist. Fall. Okay, ach, ihr fahrt schon weiter? Wir warten. Wir haben einen coolen Koch. Okay. Ah, das ist das Rattenlevel. Ich glaube, das ist Giraffenlevel. 3, 2, 1, go! Okay, hier sind zwei Fließbänder. Go. Das ist das Problem, zwei Fließbänder, dass die zwei Mülleimer führen. Das heißt, man muss die direkt so runternehmen. Oh, okay, das wird mir irgendwann langsam zu anspruchsvoll, glaube ich. So, okay. Da müssen wir uns jetzt richtig abstimmen. Ich gebe dir Fleisch jetzt erstmal. Ich gebe dir Brot und Fleisch. Ja. Fleisch musst du bei dir erst anbraten. Nicht Brot und Fleisch, Gott erhalten. Wer will denn so viele blöde Burgerläden eigentlich haben? Okay. Kein Mensch. Ich gebe dir schon mal Dinger. So. Na. Was? Jetzt nicht mehr, glaube ich, erstmal hinlegen. Achso, okay. Ich gebe dir jetzt wieder was rüber, dann kannst du es in die Pfanne legen. Und das zweite Fleisch kommt auch rüber. Okay. Oh, der Salat, sorry, ist macht mich gelandet. Okay. Ja, ich schnapp mir jetzt. Genau, das Fleisch musst du mir dann gleich auch wieder rübergeben. Das Fertige. Zum Glück gar Krass. Nicht kompliziert. Ja, aber echt, vor allen Dingen hast du doch viel mehr zu tun als ich, oder nicht? Ah, mit der Pfanne? Ja. Ist das los? Und dann gebe ich sie dir wieder. Die dürfen wir, glaube ich, noch nicht verlieren. Oh, oh. Du musst das den Burger fertig machen. Salat sollst du mir geben! Hä? Was rast du denn gerade? Du brauchst doch das Fleisch. Das Fleisch ist längst fertig, mein eines. Ich schicke dir jetzt einen fertigen Teller rüber. Hier, fertig. So, zack, zack, hier, da. Soll ich den Müll laufen lassen? Jetzt kannst du mir Fleisch geben, langsam mal. Und? Vielen Dank. Guck mal, Achtung. Nee. Oh, ich habe noch nicht ganz gerafft, was hier los Fleisch, ist. Hier Fleisch, Rohr? Ja. Fleisch brauchen wir vorhin. So. Burger. Okay. Dann brauchen wir Tomate. Da gebe ich dir jetzt das Fleisch so rüber, oder was? Warte kurz. Tomate brauchen wir. Kannst du die Tomaten schnell holen? Ja, Tomate habe ich auch schon fertig geschnitten. Oh. Oh ja, cool. Brauchst du? Oder gibst du es mir? Ich brauche es gleich. Ich gebe das ja dir nur alles, damit ich es brauche gleich. Salat brauche ich noch. Hier kriegst du das. Ja. Achtung. Zack. Wieder einen fertig. Zack. Ah, nee, ich brauche noch einen Salat. Kriegst du den Salat rauf? Komm. Mach du den rauf hier. Ja, mach ihn, leg ihn auf den Tisch. Nee. Kann ich nicht. Und abgeben. Geiler Typ. Brauch einen Teller. Ich habe keine Teller mehr. Ich habe noch einen Teller. Hier, ich geb dir verdorbene Teller. Ja. Verdorbene Teller. Kommt. Ich brauch Salat. Ich hab keinen Salat hier. Schick ich dir schnell? Jawohl. Hier. Hol ich mir. Wasche ihn mal ab. Den brauche ich jetzt das nächste, okay? Brauchst du auch Fleisch? Ja. Und brauchst du noch was? Salat und. Ich brauche zweimal Salat und einmal Tomate noch. Hier ist Fleisch. Ja. Sehr gut. Pfanne kommt zurück. Pfanne, Pfanne, Pfanne. Und direkt die zweite Pfanne. Genau, und zweimal Salat brauche ich auch noch. Hier ist Fleisch. Ja, Teller brauchen wir irgendwie. Wo sind unsere Teller hin? Ach, ich habe die im beim Abwaschen vergessen. Oh Gott, jetzt ist hier ein bisschen eng. So. Fleisch. Ich hab, aber jetzt habe ich ein. Ich bräuchte ein Brötchen. Kriegst du? So, Pfanne kommt zurück. So, fertig. Okay. Den Salat. Tomaten haben wir noch genug. Ich brauche einen Salatkopf noch. So ein kompliziertes Restaurant. Das ist richtig dumm geplant, ne? Hä? Braucht Teller. Oh, fuck. Keine Teller. Kannst du mir dreckige drauflegen? Ja. Alles landet schon im Müll.
Solange die Zutaten nicht versiegen, ist es ja egal. Kann ich das irgendwie, warum kann ich das nicht austauschen? Jetzt habe ich einen Teller, wo nur eine Tomate drauf ist. Ja, das nervt. Das find, hier ist ein neuer Teller. Oh, jetzt habe ich irgendwie einen Teller mehr geholt. Ja, können wir wegschmeißen. Schmeiß in den Müll. Salat, dann schaffen wir das. Schmeiß alles in den Müll, damit wenigstens aufgeräumt ist. Ja, Salat, ist Salat, 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 komm. Wir wollen uns jetzt nicht so. Oh, mein Daumen. Oh, nee, wir haben uns zwei. Oh, scheiße. Zwei Punkte und? Nur. Oh. Alter, oh, so klappt das ja noch nie. Oh. Ach, aber nice, das war gut. Gerade so gut. Ich hätte die Runde auch ganz gerne gewonnen. Langsam, ja. Ich bin langsam ein bisschen warm. Ja. Eigentlich habe ich den Pullover eben noch gewechselt. Okay. Komm schon, okay. Wir schaffen es langsam. Ja. Wir den Koch hatten wir schon vor einer Runde freigespielt. Das ist mir egal. Wir ich stehen glaub, zu uns im Küchen. Ich hätte Energy-Drink trinken müssen. Das ist jetzt das gleiche Level, wir müssen weiterfahren. Ach so, oh sorry, warte. Geh mal wie geht raus. Das? Nicht der YouTube wieder. Ah, ich habe einen Fehler gemacht. Moment, wir haben das falsche Level gestartet. Ja, wir müssen eben ihr seid eh woanders drin? Okay. Wir müssen den Zwiebelkönig essen. Oh nein, nicht so. Nicht so. Was will er denn? Achso, hier hin. Hervorragend, ihr habt es geschafft. Wir schreiben das Jahr 1999 bereits. Seid viel Glück. Das ist schon zweimal durch. Zieht euch warm, okay. Freunde. Viel Glück. Okay, go. Jetzt weißt du eigentlich, der Zwiebelkönig, dass wir sein komplettes Volk zerstückeln jedes Mal? Ja, aber der ist nicht sauer. Nicht? Ich glaube, es gibt später auch Katzen mit unterschiedlichen Farben. Dann können wir beide Katzen. Nein. Das sind echt faire Konditionen, zu denen wir sorry, hier gingen. Sorry, ihr hättet ja auch mal üben können. Und wir haben vor allem gar nicht geübt. Wir haben eben zwei Minuten uns das mal angeguckt. Wir haben auch live, ne? Hier, Neandertaler, spiel mal Fußball mit mir. Nie gehört, was das ist. Jetzt gehen sie einfach schon wieder auf, ne? Da musst du aufpassen. Das Eis ist rutschig. Das heißt, wenn du zu schnell da lang fährst. Also nicht so viel dashen? Ja, eher vorsichtig. Das. Okay. Und es rutscht dann Seiten runter. Okay, 3, 2, 1, go. Go. Ist doch scheiße. Okay. Das Eis ist rutschig. Das wusste ich auch schon vor diesem Scheißspiel. Hallo, ihr müsst ja nicht zuhören. Ja, wenn ihr alles schon wisst. Pommes ich weiß nicht jetzt. Alles. Bratfisch und Pommes, oder okay. was? Okay. Wie sollen wir denn jetzt Bratfischen machen? Ah, wir haben nicht gleich mal runtergeflogen. Achso. Okay. Sollen wir den jetzt hier reinmachen oder was? Nee, ich schaff's den erst schon nicht. Nein, ich bin auch runtergeflogen, das Eis ist rutschig. Warum sagt mir das keiner vorher? Fisch, ich glaube, ich muss meinen vorher schneiden. Achso, ich hab den Fisch auch. Wir brauchen doch erstmal nur Pommes, oder? Nee. Okay. Wir brauchen Bratfisch hier rein. Okay, krass, das kann ich gar nicht. Mann, wer baut denn der scheiß Küche auf einer Eisscholle, du Leute? Ich hab gar nicht gedasht, ich bin einfach so schon runtergeflogen. Pommes auch in eine Fritteuse rein. Wo? Ach, da unten sind noch. Bratfisch. Nee, was machst du denn? Hä? So. Na, hier in die Fritteuse. Achso, da sind noch mehr Fritteusen, ja. Entschuldigung, ich dachte, diese an Müllschlucker wäre die Fritteuse. Das wäre schlecht, wenn es da reingemacht hat. Hätte ich fast. Pommes. Hä, wieso geht denn die Scheiße? Achso, die Kartoffel. Oh Mann, du hast mach die Kartoffel weg. Nicht gechoppt, Alter. Mann! Oh. Hast du nicht gechoppt, Alter? Nee, habe ich hier nie gechoppt, Alter, weil ich dachte, du hättest sie gechoppt. Und jetzt gebe ich die einfach so ab, oder was? Ja. Auf den Teller. Ist von der Bratkartoffel und Pommes. Chopfisch. So, eine Runde Pommes ist durch. Chopfisch brauchen wir noch. So, geil. Pommes sind unfällig. Holen wir mal die Pommes ab. Jawohl, ich hole die Pommes ab. Jawohl, ich mach die auf den Teller und gebe sie dann dem Kunden. Nee. Nicht? Doch, Pommes sind auch, wollt ihr auch haben. Ja, geil. Doch, Pommes will der Mann, kriegt der Pommes. Fisch und Chips oder was jetzt? Jetzt ja, hier, Chips sind unfällig. Nee, Fisch ist fertig unten. Fisch noch ein. Fisch ist unfällig schon. Wir brauchen Teller. Teller brauchen wir vor allem. Okay, ich wasche den Teller hier mal ab. Ich habe alles sonst fertig. Sehr gut. Hier ist ein Teller. Diese beiden Sachen fertig nebeneinander. Okay. Da, Fisch ist auch fertig. Muss man den erst hier auch noch drauf? Jawohl. Und dann ganz langsam und hin. Zack. Teller brauchen wir, Teller. So, Fisch wird gebraten. Ich mache Teller fertig. Jawohl. Fisch wird gebraten. Jawohl. Und nochmal einen Fisch auch nochmal. Da machen wir noch einen Fisch. Einfach nur Fisch. So, und dann brauchen wir jetzt... So, Fisch ist fertig. Genau, den machst du da rein. Ich gebe den gleich Fisch ab hier. Jawohl, den machst du da rein. Fisch machen wir da rein und du gibst den schön ab, als gäbe es kein Morgen. Habe auf den Boden geworfen, aber macht nichts. So, Pommes. Oh Gott. Jetzt chopp ich erst. Fisch ist fertig unten. Wo bin ich denn? Und vor allen Dingen falle ich immer an derselben Stelle runter. Ach Mann. Dieses dumme Kackfritteusensieb. Ach Mann, Kartoffel. Und ich muss noch zubereiten. Ich bin so dumm. Alter, ich check grad gar nichts mehr. Okay, so, die Chips kommen da jetzt rein. Vor allen Dingen mache ich hier nur so sinnlose Aufgaben. Fischi kommt da hin. So. Pommes. Oh, sorry. Nichts passiert. So. Vorsicht, da brennt was an. Ja, ich hol's. Hier sind auch Teller überall.
Ich bring's weg. Oh, den Fisch holen. Ah, da muss ja eh der Fisch mit drauf. Machst du den? Ja, cool. So. Okay, Fisch und Chips nochmal. Oh, bin ich runtergefallen. Alter, das ist ja mega mies, dass man da auch noch immer wegrutscht, wenn man... Ich mach Fisch. Ich mach Pommes. Willst du immer Pommes und ich immer Fisch vielleicht mal? So, das kommt hier rein. Und dann kommt hier noch... Ich leg die Fritteuse noch mal irgendwo dumm hin. So, Achtung, Korb, Korb, Korb da, Kollege. Wir brauchen Telle, Telle. Oh, wir brauchen Telle und zwar dringend. Gerade noch geschafft. Das kommt raus. Teller hol ich, Teller hol ich, Teller hol ich, Teller hol ich, Oh, oh, ganz schnell. Mach du, mach du alles fertig, mach du alles fertig. Ja. Mach einmal. Sind Pommes das ist, irgendwo das ist schon alles fertig, ja. Oh, da ist ja ein Teller, shit. Oh, Mann. Wie komm ich jetzt nicht rauf? Oh, das ist ein Teller schon, lass es weg, lass es weg. Hä? Nee, das ist noch nicht fertig frittiert. Oh, nee. Scheiße, Mann, wir sind doch schon fertig mit dem Ding. Da ist fertig, ist ein Teller fertig oben. Wo? Der Fischteller. Aber da müssen wir noch was drauf machen. Nee, mach mal, gib einfach ab. Ja, das war's. Ja. Die Fischkarte wurde gezogen, hast gehört. Gut gemacht, Mann. Komm schon, nein. Kriegst du den? Boah, ich krieg grad überhaupt nichts, Mann. Fisch and Chips, 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 Fisch and Chips. Scheiße, ey. Fischkarte. Ja gut, war unfair, ich habe die Fischkarte gezogen. Ja, echt. Ja, lass es. Immerhin gibt es nicht doppelte Punktzahl. Boah, ich glaube, das ist der Rekord, der größte Rekord, der jemals aufgestellt wurde. In Fish and Chips auch. Ja, ja, auf jeden Fall. Langsam setze ich auch klasse durch. Wir haben es so oft gemacht. Spielen wir noch ein Level oder gehen wir in die Werbung? Nee, wir gehen jetzt in die Werbung erstmal. Alles klar. Lisa. Dann gehen wir in die Werbung. Wir gehen jetzt in die Werbung. Bis gleich. Hi, herzlich willkommen zurück bei Couch on Couch. Ich habe jetzt wieder richtig Bock tatsächlich, nachdem wir eben bravourös dieses Fisch und Chips, Chip und Fisch hingekriegt haben. Und wir sind immer noch auf dem Wasser, das heißt, es wird wahrscheinlich fischig weitergehen. Ja, fischig weitergehen. Das ist ja genau unser Ding. Fisch fand ich gut, nur Eis fand ich halt schwierig. Mm, ja. Oh, ich hoffe, da ist jetzt richtig viel Eis am Start. Ja. Oh, wie steht es jetzt gerade? Gibt es, glaube ich, 8:3, das ist alles drin. Das schaffen wir noch. Oh, das wird, ja. Wir machen einfach gleich, treffen wir genau. Und dann kriegen wir die Punktzahl. Es wird die größte Aufholjagd in der Geschichte von Overcooked. Das sagt mir gerade gar nichts. Zu Treppen, okay. 3, 2, 1, go. Go. Ah, das sind die Treppen, die sich dann so bewegen, ne? Und da kommt dann so eine Eisscholle runter. Und dann fliegen die Fledermäuse rein, ne? Ja, genau. Was gibt's denn jetzt? Okay, ich gebe dir jetzt irgendwas. Gib mir einfach irgendwas. Ich gebe dir mal eine Zwiebel. Das ist falsch. Nicht nehmen. Nimm die Zwiebel. Kann ich gib mir noch mehr geile Zwiebeln. Nee, die Treppen sind und auch nur fake, ne? Zwiebel. Legst du mir Champignon Zwiebelchen heißt es ja. Zwiebelchen. Ich habe noch nicht so ganz Überblick, was ich hier überhaupt zu tun habe. Du hast auch Töpfe dahin. So. Legst du mir noch ein Champignon? Aber das bringt mir jetzt erstmal nichts. Tomaten. Passiert jetzt. Ich habe mir sowas schon gedacht. Cool. Okay, dann mach jetzt hier die Tomate rein. Zack. Das war die super, Tomate was ich rein. Habe. Oh. Ich gebe auch mal hier was ab. So, hier ganz mal hier. Zack. Zack. Ich brauche noch eine dritte Tomate. Werf die auf den Boden. Hier, Tomate. Ich heb die auch. Sehr gut, wusste ich nicht. Ich werf die Müll hier noch rein. Zack. Hier auch Müll. Zack. Und dann brauche ich jetzt noch einen Teller. Hab ich nicht. Hast du beide? Oh. Oh, nee. Shit. Okay. Ich brauche einen scheiß Teller. Ich brauche einen scheiß Teller. Teller hast du doch bei dir. Nee, nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Okay. Mach da gleich die Suppe drauf. Ja, wo soll ich die Teller hinstellen? Wie gut. Hier. Machen wir die Suppe erstmal im Topf fertig. Ja. Und dann. Ja. Oh, du musst weiter schneiden. Okay, aber wo ist denn jetzt dein Teller? Der Suppe hier. Ich brauche einen Teller. Ich brauche einen Teller. Gleich. Nicer Boy, dankeschön. Bitteschön. Kriegst du rüber, du. Okay, wir brauchen noch mehr Champignons. Noch mehr Champignons? Ich kann nichts mehr machen jetzt gerade leider. Das tut mir sehr leid. Du kannst abgeben. Oh ne, jetzt kann ich wieder nur abgeben. Boah. Ey, dieses Level, ne? Das ist ja mega scheiße. Mach mich komplett verrückt. Okay, Zwiebelsuppe. Du hast zwei da liegen. Du kannst die... Ah! Oh! Kann ich irgendwas tun? Tomaten kann ich hier in die Mitte legen.
meinen Topf wieder nehmen. Alter, ich bin unfähig. Ich kann meinen Daumen auch nicht mehr so gut bewegen. So weit ist schon gekommen. Ich bin schon die nächsten 2 Tage krank geschrieben. Ja, genau. Couch an Couch. Okay. Dann machst du die Suppe da fertig, ja, und ich mach die Tomatensuppe. Fuck, die ist fast nicht mehr fertig. Ich brauche einen Topf, ein Dings. So. So. Gott, fast die Tomaten weggeschmissen. Auch richtig schlau. Okay. Oh Mann. Zur Not. Okay, jetzt machen wir hier einen Zwiebeln. Oh, jetzt habe ich die scheiß geschoppten Zwiebeln weggeschmissen. Wie blöd bin ich eigentlich? Hast du weggeworfen? Ja, weg. Egal, mach nichts. Alles gut. Einfach weg. Mach weiter einfach. Ich kann nichts machen gerade. Doch. Nee, ich brauche so Zwiebeln. Nee. Das ist ja noch eine Zwiebel. Ja, ich brauche 3. Ich mache jetzt erstmal alles fertig und dann mache ich das in den Kochtopf. So machen wir das. Ich habe ja, den Suppe fertig gemacht, auf Kopftopf. Aber ich habe keinen Teller. Mach den auf den Kopftopf da. Aber einen Teller brauche ich. Kopftopf da. Du hast doch Teller da oben, Alter. Guck doch mal hin. Oh, da ist ja ein Teller. Ich soll mal hingucken, ne? Du hast es. Oh, jetzt komme ich ja wieder nicht. Ich hab's hier. Ja. Ist für mich auch die 6. Stunde, ja? Okay, machen wir mal. Chop mal, chop mal, chop mal. Ich chop weiter, alles gut? Ich weiß nicht mal, ob wir das brauchen. Erstmal brauchen wir nämlich Zwiebeln. Brauchen wir alles, Alter. Ja, aber Zwiebeln sind erstmal wichtiger. Ich brauch den Topf, ich brauch den Topf, ich brauch den Topf. Hier. Du kriegst einen Tomatentopf. Den will ich nicht. Dann kann ich auch nicht. Jetzt helfen. Haben wir Abzug bekommen. Warum? Weil wir irgendwas nicht geschafft haben. Das ist mir relativ Bums. 10 Punkte Abzug. Ich spinne doch, ey. Dann können wir es sein lassen. Wir kommen ja nicht mehr bei 100. Was ist denn das hier eigentlich gerade alles? Ich gebe dir den Zwiebeltopf. Hier oben hin. Oh, jetzt gibt er mir den da oben hin. Ich werf die Sachen mal hier auf den Müll. Gibst du mir mal irgendeine Tomaten? Ja, da oben habe ich es jetzt hingeworfen. Das ist doch nicht mal ein Zwiebeltopf. Das ist ein fucking Champignon. Ja, mach dir nochmal hin. Ich habe die anderen Champignons sind da fertig. Hä, wieso konntest du den aber nicht abgeben? Sekunden. Das raff ich überhaupt nicht. Weil ich oben. Alter, ist das eine katastrophale Runde gewesen. Ach so, ach so. Der Tisch schiebt sich immer. Was habt ihr? 0,0 gut. Das war sehr schwierig. War trotzdem noch besser. Ja. Aber ich hab's, bis du sie mir dann erklärt hast, gar nicht gerafft, dass die eine Abgabe immer belegt ist. Das war sehr schwierig, sagst du. Das war wirklich sehr, sehr schwierig. Lars, was sagst du dazu? Eben. Das ist ja das Ekelhafte. Aber habt ihr das Level überhaupt freigespielt oder haben wir jetzt ein Problem, weil wir nicht weiterspielen können? Das war das Demütigendste, das ich je gehört habe. Ja, haben wir nicht geschafft. Wir müssen es nochmal spielen. Oh nee, ne? Drück mal. Egal, machen wir nochmal. Machen wir halt nochmal. 3, 2. Nee, warte, wir sind da noch nicht zum Ausfallen. Sind sie noch nicht mal da, aber was? Oh. Also müssen wir das. Aber wir müssen das eigentlich nicht nochmal spielen. Wir müssen es jetzt nochmal machen, ja? Ja, komm, wir spielen es nochmal. Natürlich. Man ist ja nicht allein jetzt. 2, 1, go! Haben wir jetzt eine schlauere Taktik? Weiß ich auch nicht. Haben wir irgendeine Taktik? Ich habe nichts aus dem Level gelernt. Nee. Definitiv nicht. Okay. Das ist auch nicht. Gib mir ich mal. Ich gebe jetzt erstmal oben die Zutaten, die wir brauchen. Und zwar ist das Champignon. Champions. Hier. 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 So, gib mir schon das. Nee, mach nichts. Kann gar nichts machen gerade. Ich habe doch gar nicht die Fischkarte gezogen. Zwiebelchen. Hier, Zwiebelchen. Da müssen wir eigentlich schon sagen, okay, das muss eh ich schneiden. Achso, machst du? Oh, so bist du gar nicht fertig geworden. Hahaha. Jetzt. Ich glaube, das vor dem Topf alles schon fertig zu machen, ist albern. Weil dann braucht es ja für länger zu kochen. Nee, ist gar nicht so lange dann. Das braucht auch nur einmal. Teller habe ich hier, das heißt, ich gebe das jetzt ab. Nein, nicht die Scheißzwiebel! Oh, ich gebe dir. Nee, mach selbst. So, hier 2 Tomaten, danach wieder Zwiebeln. Die kannst du dann schon mal alle reintun, jawohl. Mhm. Vor allem mit dem Topf loslaufen, das geht doch nicht so gut. Champions. Oh. Aber erst Zwiebeln, ja. Ich hab dir da schon eine andere hingelegt. Mhm. Du brauchst noch eine Zwiebel, ne? Ja. Dringend. Da komme ich nicht hin. Da komme ich nicht hin. Ja! Ich brauche einen Teller. Ich brauche einen Teller. Ich brauche einen scheiß Teller! Dankeschön. Kriegst du, ich brauche auch einen Teller. Ja, ist da oben. Die sind irgendwie friedlich. Und die hassen sich. Ist doch nicht aggressiv. Wenn es mal ein bisschen lauter hergeht. In der Küche geht's laut zu. Das ist immer so. Wer Stress nicht ab kann in der Küche, sorry, hat nichts zu suchen hier. Der eine Pilz war nicht fertig geschnitten.
Kannst du mal einfach da rein. Ach so, du machst auch eine Tiltsuppe. Oh. Guck mal, nimm mal meinen Topf. Das kannst du sicher umdingsen. Geil. Nice. Ich brauche einen Teller. Ja. Oh, dass man die auch nur einzeln tragen kann, ne? Lächerlich. Das entspricht überhaupt nicht der Realität. Nee. Das ist das Einzige, was ich diesem Spiel ankreiden würde. Ich brauche Zwiebeln. Zwiebeln, Zwiebeln, Zwiebeln. Okay, dann Tomaten lege ich auch schon mal wieder hin. Oh, das kommt mir auch schon wieder viel zu lange vor. Eins hast du meinen Topf, aber kannst du auch benutzen. Fuck! Du musst mal eine Tomate wegnehmen, bitte. Du kannst auch bei dir auf den Herd. Nee, ich habe keinen Platz. Aber wenn du draufklickst, dann tauscht er auch den Inhalt der Töpfe aus. Oh, das habe ich nicht gerafft. So, Teller habe ich für gleich. Kann ich auch damit hier hingehen? Geil. Okay, man kann auch mit dem Teller zum Topf gehen. Okay, ah, ich trottel. Okay, Tomaten, Tomaten, Tomaten. Ist das so hier sind noch hier schon zum zwei Tomaten. Ja, ja, ich noch eine rein. Aber wir brauchen eh noch eine Tomatensuppe. Okay. Einen Teller kannst du mir noch. Obwohl, nee, du schneidest gerade. So, hier gebe ich dir den fertigen. Oh, nee, wieder zurück. Ja. Mhm. Werf mal dieses Ding weg, ey, das brauchen wir eh nicht. So, was brauchen wir noch? Champignons. Champignons. Da kommt hier oben ist einer, jawohl. Genau, und dann machen wir hier einfach weiter. Mhm. Ah, fuck. So. Ich brauch einen Topf, Alter, ich bin dumm. Zwiebel oben. Ah! So, ich mach die einen Topf. Oh nein, das darf nicht wahr sein. Ich war eher am Topf. Was denn? Mach doch! Ich brauche noch eine Champignon. Was hast du gemacht? Du hast sie dir weggeschüttet. Ja. Das ist aber echt Quatsch, ey. Ich war im Hurensohn. Ja, kann ich nichts mehr machen. Na, okay. Das schaffen wir nicht mehr. Aber war, glaube ich, ganz gut. Hauptsache, die Jungs haben jetzt wenigstens einen Stern. Oh, ich hoffe, die haben jetzt nicht wieder verloren. Nice! Damit habt ihr gewonnen? Damit haben wir bewiesen, dass wir in dem Level einfach besser sind. Ja, genau. Einmal gucken so. Ein bisschen gucken und dann weiß man noch Bescheid, ne? So, ja. Einfach ist das. Na gut, wir haben ja eigentlich schon gewonnen. Haben wir gewonnen, ja. Weiß jetzt auch nicht, ob wir das überhaupt zählen sollten. Ja, aber halt die Revanche, ne? Er zählt eigentlich nicht, oder? Nee. Der Borsch wurde damals in der Demokratie eingeführt. Jetzt kommt ein Eislevel. Nee, das ist das sicher. Nice, ein Eislevel. Nice. Eis wäre geil für uns. Ah, guck mal, die Schmarrn, ne? Und also Eis, oder was? Burger ist ein Eislevel, oder was? Burger ist ein nice. Burger ist ein nice. Okay, ich glaube, der eine fährt immer so. Burger ist ein nice. 3, 2, 1, go! Burger ist ein nice. Burger ist ein nice day. Ich brauche nice, viel zu lange, nice, um zu raffen, was man genau machen muss. Du bist da auf jeden Fall deutlich bewandert. Nee, nee, okay. Ich weiß nicht. Ich mache Fisch, ja. Wir brauchen Fisch. Den chopp ich schon mal. Fisch. Und ich habe Chips gerade. So, Fischkarte ist gezogen. Auf jeden alles Fall easy. Muss einer das immer bei den Fischen. Wie gibt es da ja? Wo sind Teller eigentlich? Hier, vorne bei mir. Achso. Oh, shit, okay, alles klar. Aber ich habe mich noch auf die Seite retten können, warum auch immer das gut sein soll. Oh, ist fertig? Ist gar nicht schlecht, dann kann ich hier. Ich kann nichts machen. Ich kann da nichts machen gerade. Du kannst schon mal. Ah, du kannst ja alles machen. Oh, ich wusste gar nicht, dass man das. Das ist ja nice. Kartoffeln da auch reinmachen kann. Wo rein? Hier in die Töpfe. Aber es frittiert geht doch gar nicht. Frittiert nicht, oder? Nee. Ach, dann steht da unten der Korb, ob frittiert oder nicht. Ja. Ey, mach doch die. Oh. Ich leg mal schnell alles rüber erstmal. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ne? Alles gut. Ich konnte eben auch nichts machen. Ich kann mir eigentlich noch mehr Sachen hier rüberlegen. Aber jetzt habe ich gekochte Kartoffeln. Das ist eine Kartoffelsuppe, baue ich gerade. Das ist Quatsch. Ja. Oh, die Kartoffel ist runtergefallen. Scheiße. Oh, das ist ja super mies hier alles. Fisch. Egal, dann gebe ich dann noch den Fisch ab. Leg dir einfach alles schon dahin. Leg dir, hol dir erstmal. Nein, nein. Oh no. Kann das Ding bitte zurückfahren? Oh nein! Oh Gott! Nein! Nein! Oh, wie dumm! Okay. Was für mega Fail! Wo ist der Feuerlöscher brennt? Ach so. Ja? Okay. Oh, der ist sehr effektiv, das ist ganz gut. Oh, Scheiße. Oh, ist das schlecht! Oh, ist das schlecht! Ja, was mach ich denn jetzt? Hier, okay, steh ich hier einfach da rum. Ich hab hier halt so ein. Oh, guck mal, wir haben sogar noch eine Trophäe gewonnen. Unsere Fritteuse ist kaputt, oder? Ach so. Oder nee, es ist verbrannt. Das musst du in den Mülleimer, glaube ich, tun. Haben wir einen Mülleimer? Ja, hier bei mir. Kann das Ding mal wieder zurückfahren? Nein!
Nein, wieso bin ich denn jetzt runtergefahren? Oh Mann. So, also, wir brauchen Tomaten da drüben. Oh, jetzt hab ich... Ja, ich hab diese ganze Scheiße hier, oder was? Nee, du musst du machen, jawohl. Alles verbrannt hier, du. Ja, ist eine absolute Katastrophe, was hier abgeht. Ja, Müll damit. Ich werf die einfach runter hier im LKW. Naja, wie können die denn auch erwarten, dass so eine Küche, dass die da rechtzeitig ihr Essen bekommen? Wir kochen hier auf LKW. Mann, jetzt habe ich das zweimal nicht richtig gemacht. Zweimal! Ich habe alles auf den Boden geworfen. Gottverdammt, jetzt hat es Scheiße, gar nicht gemacht, ey. Oder was? Ich habe hier eine fertige Suppe, die wird kalt. Ich hole mir auch so. Nein, nein, nein! Oh, war das knapp, okay. Ist die Fritteuse aufgestoßen? Alter. Ja, das ist eigentlich ganz smart, was Lars gerade überlegt, ne? Dass man einfach nur das macht, was einfach ist. Ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher, was einfach ist. Mir kommt gerade nichts einfach vor. Nee, mir auch nicht. Aber ich habe einen fertigen Fisch. Guck mal. Pluspunkte. Sehr gut. Zwiebeln. Den werfe ich jetzt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, nicht wieder anbrennen. Nicht anbrennen. Ich gebe das jetzt einfach ab. Ach, diesen Pferd. Oh, ich habe mir meinen Fisch weg. Egal. Nein! Oder eine Tomate. Oh Gott, wie dumm kann man denn sein? Das ist die schlimmste Runde der Welt. Wir können nichts machen gerade. Ich kann hier nur einen Feuerlöscher unterwerfen. Wie soll man da denn jemals irgendwas schaffen? Oh Gott! Wer war am schlechtesten? Wir waren besser, aber wir haben beide keine Stimme. Oh Gott! Wir müssen es nochmal machen. Ich weiß ja jetzt den Trick. Oh, jetzt müssen wir die Nummer nochmal machen. Oh fuck. Wir wissen aber, wie es geht. Immer da runter. Ihr wisst, wie es geht? Und nur Suppen. Okay, lass machen, dass einer immer rüberfährt. Möchtest du der Rüberfahrer sein oder der Rechtsbleiber? Ich bleib rechts. Okay, dann probiere ich rüber zu fahren. 3, 2, 1, go! Los? Die machen nur Suppen, wollen wir auch nur Suppen? Ja, aber auf welcher Seite ist die Frage immer? Ja, aber der Fisch geht so schön schnell und einfach eigentlich. Okay, wir können ja erst nochmal mit Fisch probieren und sonst... Also was mache ich? Ich bin jetzt nur hier drüben an den Fritteusen und am Schneiden. Fisch und... Genau. Fisch und weil jetzt am Anfang kann ich ja noch mitmachen. Erstmal alles dahin werfen. Da haben wir jetzt auch noch gar keine... Aber guck mal, jetzt. Und dann bleib ich rüber. Jetzt kann man rüber gehen. Du gehst mit rüber. Ja. Oh, du bist ja smart. Geh mal rüber. Okay, bleib einfach da. Machen sollen. Und du machst jetzt die. Aber jetzt. Aber jetzt müsste ich ja hier eigentlich auch wieder rumschmeißen. Ja, naja, du musst doch machen. Und sonst? Also, ich hab ein bisschen für den Schiff. Ja, gib mir so schön frisch geschnittene Tomaten. Stell die doch dazwischen. Wo ist denn die Tomatensuppe, die eben kam? Wahrscheinlich kommt das hier gleich irgendwann noch. Ja, oder ich mach jetzt komplett die ganze Zeit. Ich laufe jetzt rüber. Ja, mach du doch so. Ich mach jetzt noch eine Dings. Die Pommes gehen echt schnell. Ah, das ist weg! Wo sind denn noch Teller? Ach, drüben. Oh Mann, ey, das dauert aber immer viel zu lang. Aber jetzt das ist gut. Das bin ich mit Tomaten. Das ist oh, wir brauchen mal eine Zwiebelsuppe. Scheiße. Okay. Jetzt kann. Scheiße. Aber wenn die gleich fertig ist, dann stellst du die da einfach hin. Naja, falls brauchen gleich wir Pommes, ja. Guck mal, stark. Oh nein. Teller, wo kriegen wir einen Teller her? Die sind da teilweise. Achso, die kommen immer raus, okay. Dann jetzt schon besser als vorhin. Ja. Super Idee von dir. Karl Rummenigge. Jetzt musst du Suppen machen. Shit. Jetzt hätte ich mir zu den Suppen mitkommen sollen. Aber ich bereite einfach alles vor, was ich habe. Ich habe so viel Gemüse hier rumliegen, das wird schlecht. Gechoppt ist das? Nee. Ich muss mich erstmal zu meinem geschnittenen Scheiß vorarbeiten. Mach die Scheiße aus der Hand! Thank you.
Wir sind richtig gut, glaube ich, gerade. Ja. Das war richtig, ne? Oh, hier ist sogar noch ein Teller, weil ich geil bin. Nee, ist gar kein Teller. Ich bin doch nicht so geil. Brauche einen Teller ganz dringend. Brauche ich nicht, scheiße. Scheiße, mir im Ruhrgebiet. Ich weiß auch nicht. Das kommt mir alles hier nicht gut vor. Ich habe vor allen Dingen... Ich brauche Teller. Ist das dumm? Du hast nicht genug Champignons. Nee. Oh, nee! Boah, dann steht man hier rum, ne? Das ist ja... Ah, nee, ich muss aber auf jeden Fall hier hin. Nee. Ich muss den erstmal runternehmen, ja. Sonst brennt alles wieder. Oh, war das knapp. Okay, ich schnapp mir jetzt einen Teller und mach Fish and Chips fertig. Ah! So. So. Die haben 198 und wir haben nur 88. Oh nein, der ist nicht auf der Platte. Das war's. Das war Dummheit. Das war gut. Oh nein. Oh, vielleicht ja. Noch, vielleicht noch. Das könnte noch klappen. Guck mal, das drei Tomaten. Achtung. Oh, schaffst du das in 10 Sekunden? Nee, ne? Okay, ja, ganz laut, ganz gemütlich. Vor allem nicht, wenn ich das nicht nehme. Yes. Die Nummer ist göttlich gewesen. Oh, jetzt müssen wir das nochmal wiederholen, oder was? Nee. Oh, ich hoffe nicht. Dann raste ich aus. Oh nein. Oh nee. Ich will das nicht nochmal machen. Bis wir aufgeholt haben. Oh, ist das scheiße. Oh nein, das ist nicht scheiße. Dann müssen wir jetzt mal irgendwie besser werden. So, wie machen wir das denn? Ja, sieh. So, wollt ihr eine Revanche oder was? Nein, ich hasse das Level. Ja, oh, was war denn eure Taktik eben? Wir haben keine. Tick-Tack. Wir haben einfach genauso geil gemacht wie eben auch. Als ob. Bisschen besser gelaufen einfach. Psst. Aber können wir nicht trotzdem das nächste Level freischalten? Wir müssen das, glaube ich, nicht unbedingt nochmal machen, oder? Ach so, warte mal. Lass einmal rausgehen. Wir gehen mal Frauen raus. Und Ehrgeiz. Wie drückt man raus? Hier. Nee, rechts. Das war rechts. Ah. Was muss ich jetzt machen? Ein Macho-Spruch. Ja, nochmal. Macht nichts. So. Doch, ihr habt nee, jetzt noch. Nee, wir haben wir können echt nicht weiter jetzt. Ah, oh, scheiße. Ah, müssen wir wohl nochmal machen, ne? Hm. Oh, nein, okay, 3, 2, 1, fertig? Ja. Und go. Wie sie auch immer wieder neue Köche nehmen. Weil ja, die schmeißen die Leute mal raus, die sind wie illoyal. Wie machen wir das denn jetzt? Illoyal, asozial, scheißegal. Wir machen das wie eben. Ja, sonst können wir machen. Die teilen es dann auf. Ja, ich mach jetzt erstmal Kartoffeln. Fish and Chips. Ich mach Fisch. Ich hab Fisch. Jetzt läuft's noch gut. Noch. Hier reicht mir erstmal. Dankeschön. Man kann auf jeden Fall, wenn man dasht, noch über den Dings, auch wenn es ein bisschen später ist. Das hätte ich dir aber gegeben. So, was brauche ich denn? Weißt du, was ich meine? Ich bin Champion. Hast du Bock auf eine richtig geile Champignonsuppe? Ich hab richtig Bock auf Champignons. Champions. Dann habe ich eine richtig geile für dich, wirklich. Die wird dir schmecken. Oh, da freue ich mich drauf. Oh, die wird dir richtig gut schmecken sogar. Spekuliere einfach mal auf Tomaten vielleicht. Oh, gerade noch geschafft. Boah, ich mach schon. Ja, oh, Tomatensuppe war sogar richtig spekuliert, weil ich ein Spekulatius-Typ bin. So, jetzt brauchen wir Fisch, ist auch fertig. Und Teller. Das ist auch noch geil. Super schnell, dann mal diese drei Zutaten für die Suppe wirklich machen. Ja. Oder jede Zutat vorbereiten, aber das macht ja auch keinen Sinn. Ich bringe den Teller. Ja, nimmst du schon mal einen Fisch mit, ich mach dann Chips. Ah! Was mich richtig hart nervt, ist, dass man die... Was muss ich denn machen? Nur einen Fisch? Jetzt sind wir beide hier drüben. Aber wir haben Champignons. Ja, immerhin. Aber es brennt gleich! Nein! Oh nein, schon wieder! Oh Mann! Das gibt's doch okay, nicht. Okay, Jungs, wir müssen ewig dieses Level machen. Ja, sorry, wir sind unfähig. So. Ja, bitte. Wie viel muss man denn theoretisch schaffen? Oh, fuck! Ich hole jetzt ein... eine Kartoffel.
Na, ich schmeiß mal den Spaß hier weg. Vielleicht machen wir wirklich nur Fish and Chips. Bei der Suppe verkacken wir immer. Ja, das stimmt. Dann stehen wir hier wieder. Du hast Chips, Fisch, ne? Das ist gut. Hauptsache, das ist gleich nicht weg. Ich raffe es nicht. Wir haben vor allem richtig wenig Punkte. Ja, toll. Ich hole jetzt eine Kartoffel. Wenn wir die Suppe nicht machen, kriegen wir immer so viele Minuspunkte. Ja, ich hole trotzdem eine Kartoffel, weil wir das jetzt eh nicht mehr schaffen würden. Ich glaube, eigentlich müssten wir jetzt so die Zwiebeln wegfördern. Meinst du? Man schafft das aber gar nicht in der Zeit, wo dieser Truck einmal kurz drüben ist. Das ist voll unfair! Ich auch nicht. Ja, schwieriges Level, ne? Wir können auch wieder das erste spielen, wenn es euch einfacher fällt. Na komm, ich will mal was abgeben wieder. Oh, ich hab's nicht geschafft, jetzt bin ich bei dir unnötig. Du kannst da unten meinen Fisch machen. Hab ich aber schon. Nein! Ja, das war's da, das fertige Ding. Nö, ich kann ein paar Sachen rüberwerfen noch. Kannst du machen. Ja. Fisch. Nicht mehr schaffen. Oh Mann, das ist auch jetzt irgendwie viel feiner. Was auch voll frei ist, dass jetzt der Truck halt drüben steht, ne? Kacke. Mir fällt auch die Kartoffel da runter, weil es so rutschig ist. Sind wir noch besser geworden, Lars, eigentlich? Ja, wir sind richtig. Haben wir es immer noch nicht geschafft? Nein. Oh, ihr braucht die 100, ihr braucht die 100. Nein, nicht im Ernst. Ich glaube schon. Ja, da steht's nicht, da stehen 100. Oh, und wir kommen immer näher ran. Wir kommen so richtig ran. Wie habt ihr denn 200? Wie nah wir schon sind. Ganz nah sind wir dran bei euch. Habt ihr denn 242 geschafft? Gunni, jetzt musst du mir aber nicht. Komm, kleiner Tipp jedenfalls. Sollen wir euch diese Taktik ganz kurz verraten? Das ist langweilig, sonst auch für die Zuschauer. Ja, mach das. Wir werfen am Anfang alle Fisch und Chips auf die eine, zu uns in die eine Küche rüber. Ja. Und fährt Lars rüber, wirft seine ganze Karotten, was gibt's da? Tomaten, Zwiebeln. In die andere Küche und einer kümmert sich da um die Sachen und der andere um die andere. Und ein bisschen Sand. Ja, aber man kann ja mal auf der einen Seite schnibbeln. Also nur auf den rechten LKW, wo man schneiden kann. Ja. Je nachdem, wo ihr seid, immer rüberwerfen. Okay. Na gut, probieren wir mal, ne? Und in die Champignonsuppe immer eine Brise Safran. Eine Brise heißt also eine Brise? Sagen Sie, hilfreich fand ich das jetzt nicht. Ja, ich mach das gleich mit Wind. Spannend. Ich glaub, vor allem, man kann es ja gar nicht mehr rüberwerfen, man kleine muss noch schneiden. Ja. Bereit. Das geht noch rechts. Ja. Okay, ja. Machen wir mal, ne? Ich fühle mich nicht bereit. Let's fahren, go. Go. Das ist so frustrierend. Ich verliere so schnell die Geduld. Ne? Ich war so endboss, so zweimal nicht geschafft. So, okay, ich verliere vor allem auf den Lust. Alles drüber, was du finden kannst. So. Alles voller Kartoffeln da, ey. Gleich weiter. Viel mehr kannst du da eh. Keine Ahnung, ich frage mich auch, ob die uns verarscht haben. Ja, sicherlich. So, was kommt für eine Scheißsuppe jetzt? Ich kann ja gar nicht mehr laufen. Oh no, nimmst du das runter? Aha. Ja, toll, das hat noch geklappt. Und jetzt kommen die Suppen. Dann geht alles schief. Brauchen wir noch einen Fisch und Chips? Ich habe hier noch einen. Oh, ja, der muss da noch drauf. Und das muss abgegeben werden. Oh, was mache ich denn hier? Jetzt kann man das nicht mehr runternehmen. Oh nein, was ist das für ein Bug? Man kann das nicht nehmen. Hä? Wie dumm ist das denn? Guck mal. Ich hab das Level komplett verkackt. Oh nein, jetzt können wir nur den leeren Teller da runternehmen. Und die Pommes können wir nicht... Okay, wir schaffen das nie. Nein. Wir schaffen das niemals, wirklich. Ich fürchte, Jungs, das wird das letzte Level des Abends. Das ist gerade noch schlimmer als die davor. Das trennt noch nichts zumindest. Sieg oder Niederlage, darum geht's. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass es noch mal so dramatisch wird. Boah, Teller. Müssen wir schneiden. Nehmen wir mal zwei Teller weg hier, ne? Ja. Nein! Lass, ich wirf den rüber. Wie soll das denn funktionieren? Scheiße, ich hab einen fertigen Teller auf dem Boden hier. Na gut, egal. Bist du verblödet? Ja, ich will nur wissen, ob du verblödet bist. Bisschen. Ich mach gerade richtig Scheiße nur. Wir werden nicht besser als letztes Mal, das kann ich dir versprechen.
Aber wir werden auch nicht verlieren, weil das ist unmöglich. Ich werfe hier alles auf den Boden einfach. So, ja, in die Fritteuse rein. Ja. Was ist denn mit meiner Fritteuse? Die Fritteuse brennt! Nee. Wir sind Götter. Oh Mann, ich bin blöd, ey. Ich hab das nicht mal auf dem scheiß Herd. Ich bin der dümmste Koch südlich des Atlantiks. Ich brauch Pommes. Die sind ja schon fertig. Die liegen bei dir rum, du. Aber falsche Pommes sind nicht fertig. Oh, wir werden arrogant. Das ist gar nicht so stark, wie wir gerade spielen. Nee, wir sind richtig schlecht. Tatsächlich. Was will ich mit der scheiß Pommes? Ja, weiß ich nicht. Entschuldigung. Oh, scheiße. So, ich brauche Teller. Nein, hier. Nein, nicht scheiße. Das ist Fisch und Chips will er haben, ne? So. Chips fertig, so, zack. Fisch. Hier haben wir den Teller überhaupt noch? Ich raff das unter eventuell. Aber einer ist jetzt halt die ganze Zeit belegt. Oh, das gibt's mit doch nicht, weil ich hier so richtig dumm rumeiere. 38 Punkte, das ist gleich schon. Wir sind noch schlechter als jemals zuvor. Es wird immer schlimmer und schlimmer nur. Oh gut, dass keine Fritteuse gerade irgendwo drin ist. Ach hey, stimmt, ich bin auch einfach Bäckersuppe. Ey, aber das ist doch hier eine solche Scheiße, das kann doch gar nicht sein. Der ist echt ein dummer Bug. So. Die sind echt nicht so gut, Mann. Nee. Ich bin richtig enttäuscht. Runter nehmen die Teller. Die Fritten da fertig, oder? Mhm. Was brauchen wir überhaupt welche? Vor allen Dingen haben wir halt auch schon wieder keinen Teller mehr. Das ist so eine Scheiße. Ey, das ist... Das wird immer nur schlimmer. Oh, guck mal, vielleicht schaffen wir die 100 noch. Komm. Nein! Fuck! Jesus, ich dachte, da kommt ein Hund oder so. Oh, nö. Wie hätten wir das denn jetzt noch... Ah, das hätten wir nicht mehr schon. Einmal hätten wir noch abgeben müssen. Ich hab noch einen jetzt Abgeber. Jetzt ist wieder vorbei. Ja, und fertiges Essen, du. Kann ich mir abgeben. Ja, oh, nicht so gut, ey. Das war richtig schlecht, ey. Scheiße. Ja, wir haben das Level immer noch nicht geschafft. Wir haben uns ein bisschen drauf ausgeruht, leider. Ja. Aber in der Werbung. Machen wir noch eine Werbung? Ein bisschen erholen. Ist ja schon 5 vor 11. Wir machen jetzt noch eine Werbung, glaube ich. Und dann geht's nochmal weiter. Dann gibt's das finale Level und dann sehen wir... Dann gibt's noch dreimal dieses Level und dann gucken wir mal. Und dann vielleicht nochmal ein Stechen. Bis gleich. Oh Gott, bis gleich. Hallo. Wir sind wieder da. Hey, was geht? Wir haben einen Fehler eingesehen. Wir haben gerade bemerkt, dass wir was übersehen haben in dem letzten Level und deswegen nicht ganz so gut performen konnten wie die Boys da drüben. No, doch. Ich glaube, die Taktik, was rüberzuwerfen, war zwar schon nicht schlecht, aber man hätte auch auf der linken Seite des LKWs einfach mal schneiden sollen. Haben wir jetzt gerade in der Werbung einmal kurz auch mal realisiert. Sehen sollen. Sie waren für uns total im Schatten. Ich konnte sie nicht erkennen. Aber jetzt... Aber dass wir es beide nicht gesehen haben, ist ja schon echt gut. Ah, ja. Wir waren on fire, aber so. Auf einem Auge blind. Jetzt hat jemand B gerührt. Ja. Ja, nein! Ich weiß nicht, was das ist. Was denn da was? Drückt jemand irgendwas? Wer drückt das denn alles? Das ist Regie? Der kleine Poltergeist hier. Sound und Bildschirm. Poltergeist Tim. Weil du gesagt hast, es ist so schattig. Ja, genau. Stell dir jetzt die Helligkeit hoch. Ein bisschen mehr Helligkeit. Ja. Okay, angeblich sei es wieder alles in Ordnung. Also ich bin gut, wieder... Ich bin immer wie der... Ich bin wieder Schwarzi. Achso, wir müssen jetzt erklären, wir haben jetzt entschieden, machen wir noch kurz Siegerehrung oder so? Wir haben jetzt entschieden, die Girls haben gewonnen. Nee, ich habe da nichts eigentlich nicht verdient, aber am Ende. Naja, was heißt nicht verdient? Ja. Wir haben gut vorgelegt und dann also am Ende ziemlich vom verkackt. Letzten Level war es doch wohl... Ja, stimmt. Auf jeden Fall wollen wir jetzt noch einmal zusammenspielen, zu viert. Um nicht nochmal so glorreich zu scheitern wie gerade. Deswegen wählen wir unsere Charaktere. Ich bin wie immer der Fuchs. Den gibt's gerade gar nicht. Ach so, den gibt's gerade gar nicht. Ja, dann bin ich die rothaarige Frau. Ja, wir müssen jetzt das erste Level spielen. Das erste Level wieder spielen, so? Das machen wir das nicht. Das Zwiebellevel? Okay. Doch, das geht ja nicht. Wir haben noch technische Probleme. Ja, sag doch endlich, Junge. Okay. Ja, aber wie hat's euch bisher gefallen? Ich spiele ja gar nicht so oft Spiele, aber das mochte ich sehr. Ich finde es auch ganz pfiffig. Ist ganz witzig, ja. Ne? Ja. Morgen wird mein Daumen hier mega wehtun. Aber doch, das war gut. Aber mir reicht es erstmal jetzt für die nächsten 3 Jahre wieder, das Spiel. Ja, es ist oder schon ein geiles Spiel, ne? Aber man kann es ja, also 2 Stunden würde ich es jetzt nicht spielen, privat. Ich würde es 1 Stunde spielen mit euch. Ich würde mich auch gerne am Sonntag nochmal mit euch treffen. Ja, machen wir. Ich würde es nochmal spielen. Aber 2 Stunden durch. Schön verkatert, ne?
wenn du von ich trinke keinen Alkohol. Aus dem Berg heinkommst. Du bist jetzt umgezogen hier nach Hamburg, ne? Nein. Nee, aber ist ganz cool. Aber ja, man hat schon, ihr habt schon ein bisschen mehr gespielt als wir, oder? Geht, also ich habe letzte Woche vielleicht insgesamt anderthalb Stunden geübt. Ja, ich glaube, das reicht auch. Ey, das ist ja, ein super schneller Erfahrungszuwachs. Man muss ja nur einmal den Joystick und die zwei ich Tasten. Ich einmal vorher eine Viertelstunde gespielt, ja, glaube ich. Ja, ich habe hier ständig an ihrem Platz und habe gespielt. Ich habe es genau gesehen. Ah, ja, danke, Herr Thomas aus der Regie. Dass dieser das nichts anderes gemacht Tag. Hat. Ein Tag nur. An einem Tag anderthalb Stunden. Genau von zwischen 16 und 18 Uhr, als Thomas Spätschicht hatte und dann reingekommen ist. Deswegen sah es für ihn aus wie der ganze Tag. Du bist Global Elite bei Overcooked. Wir wissen es alle, wir haben es gesehen. Wir haben den Nachrichtenbeitrag gesehen. Machen wir uns nichts vor. Ja. Global Elite vor allem. Naja. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt... Es gibt ja, also es gibt ja sicherlich irgendjemand, der beste Overcooked-Spieler ist aller Zeiten. Ja, oder? Das steht im Guinness-Buch. Kann man darauf dann stolz sein? Warum also wenn nicht? Man von so einem Spiel der alle, also von Counter-Strike, okay, das ist F, sag ich ja immer ganz gerne. Man braucht auch nicht stolz sein, wenn irgendeinem Spiel der Beste ist, oder? Außer Counter-Strike. Spiel des Lebens vielleicht. Welches Spiel des Lebens, Gunnar? Im echten Spiel des Lebens. Aber da sind wir doch sowieso schon. Wer ist da der Beste auf der ganzen Welt? Wer sagt, okay, der hat es am besten gemacht sein ganzes Leben? Der auf Dauer am glücklichsten war, würde ich sagen. Ja, wer ist denn das? Nee, es geht ja nicht um Glück, es geht doch um Reichtum, dachte ich. Also der Reichste. Ist der Reichste gleich der Beste, der es am besten gemacht hat? Das lernen wir doch aus Videospielen. Es geht um Punkte, es geht um Geld. Es geht doch nicht um Glück. Münzen. In welchem Spiel sammelt man Glück? Aber Mario will Peach retten, um die Liebe zu finden und glücklich zu sein. Stimmt. Mit Super Mario hast du mich gerade schachmatt gesetzt. Aber wir lernen, dass man mit Geld die Liebe kriegt. Man muss vorher die ganzen Münzen sammeln. Das stimmt. Und damit sind wir wieder im Kapitalismus angekommen. Eigentlich kaufen wir Peach frei. Und mit Gewalt, und mit halt Gewalt. Auch noch ein bisschen. Mit Geld und mit Gewalt. Mit Geld und Liebe. Gewalt kriegst du die Liebe. Wer hat denn am besten gemacht? Könnt ihr ein Beispiel nennen? Wir haben Bill Gates, hat es noch nicht sehr gegessen. Doch, der ist ich am weiß nicht, war. Ob der glücklich ist. Hat doch nicht so die Einblicke da, oder? Kann ich jetzt nicht so genau weißt sagen. Weißt du, wie glücklich er wer war? Wer ist der glücklichste Mensch, den du kennst? Michael Krogmann? Mark Zuckerberg. Michael du kennst Krogmann? Mark Zuckerberg? Das ist doch. Ja, Krogi ist schon ein sehr glücklicher Mensch, das stimmt. Ja, ne? Auf jeden Fall. Ich glaube, bei Rocket Beans ist es der glücklichste Mensch. Andreas Lynch ist doch immer so ein Strahlemann. gut. Jetzt haben wir mehr los. Das haben wir ja richtig glänzend überbrückt, diese Zeit. Okay, jetzt sag mal. Bin ich nochmal zwei bei Rocket Beans? Erkenntnis. Du bist ein glücklicher Typ. Du hast echt Glück, dass ich neben dir sitze. Das stimmt. So, wer von euch Sweet 'n Boys hat noch nicht ausgewählt? Alle? Alle haben. Los geht's. So, jetzt spielen wir Runde. Zu viert. Freundschaftsrunde. Yay! Yeah. Habt ihr schon eure Medaillen um? Nee. Ihr habt euch richtig verdient. Habt ihr meine Fußnägel schon lackiert? Das müsste echt die erste Map spielen. Okay. Oh, jetzt kriegen wir noch das Tutorial hier angezeigt. Ja. Das ist sogar wirklich das Tutorial. Ich glaube, wir können eine Medaille kriegen. Können wir das nicht überspringen? Leben gerechnet. Nee, das kann man nicht überspringen. Oh, das ist das Tutorial. Oh, come on. Tutorial. Ja, warum müssen wir das denn jetzt? Oh, Donnie Sullivan. Ah, ist ein Tutorial. Das Tutorial kann man übrigens nicht schaffen. Ganz toller Punkt. Ach, ja? Echt? Ja, das geht nicht anders. Ihr Süßen. Verlassen. Und wieder verlassen. Wer drückt denn hier? Ja. Aber es ist doch das gleiche Spiel jetzt. Jetzt sind wir doch richtig drin, oder? Ich glaube, es passiert jetzt genau das gleiche, oder? Jetzt machen wir nochmal das Tutorial. Dann gewinnen wir fünfmal das Tutorial. Und nochmal das Tutorial. In der nicht sehr weit okay, ja, sollen wir es nicht einmal schnell machen und dann Level? Ja, Level ist ja auch das Einfachste der Welt. Oh, no. Oder wir umarmen uns alle und sagen, wir treffen uns wieder. Die Zuschauer mal wieder. Mal wieder so wie Gino heute schon. Oh, Gino. Was für ein Abend auf der BTV. Gino, nenn einen Profisportler. Nichts. Nicht mal mich genannt. Nichts. Keine Sekunde. Aber jetzt müssen wir gleich die Zwiebeln kochen, oder was? Naja. Ja komm, das Tutorial hatten wir doch eben auch gar nicht. Dann machen wir das jetzt einmal. Das ist aber nicht so gesehen. Spaghetti Fleischmann hoch. Oh, jetzt weh, du machst deinen Mund auf. Weh, du machst deinen scheiß Maul auf. Von dem krieg ich noch Albträume. Oh. Wir müssen schnell handeln, Zwiebelkönig. Ja, wo bin ich denn? Schau okay. Rüber, hier, Herbert! Mädels, schön choppen, ja? Geil! Wer ist denn mit mir links eigentlich? Ich glaube ich. Ah, okay. Ich raff. Was müssen wir. Das ist auf den Teller, du Null.
Vor allem, dass das Ding nur Salate ist, finde ich auch geil. Das ist ein richtig heftiges Monster. Wer ist mit mir hier auf der rechten Seite? Legt ihr uns noch ein bisschen Zutaten hier in die Mitte, bitte? Ich brauche mehr Zutaten, Hallo. Wie mehr Zutaten? Ich brauche mehr Kartoffeln. Ihr müsst Zutaten in die Mitte legen zum Schnippeln. Den Zeug da. Es gibt keine Kartoffeln. Ja, diese Tomatendinger, die heißen. Das ist ein Unterschied. Boah, ich finde das voll kompliziert mit so vier Leuten auf einem Bildschirm, ehrlich gesagt. Das ist total crazy. Wir hätten doch erst ein Tomatendings gebraucht. Alles ist vollgeschnitten. Teller. Also ist Gunnar doch mit mir links drüben. Nee, ich bin doch hier links. Der Tomatentisch. Hier ist ein Salat drauf. Der Tomatentisch. Ich will dir jetzt noch Sachen geben. So, jetzt brauchen wir noch den Teller. Wir brauchen Zutaten. Ihr braucht Teller. Wir brauchen Sachen. Ja, sorry, ich raff überhaupt Sag doch nicht Sachen. Wo ich bin. Ja, also, du bist ja doch rechts, weil Gunnar ist mit mir links. Ach, ich bin der hier oben die Tomaten in der Hand hat. Ich dachte, die ganze Zeit völlig anders. Was ist eigentlich, wenn man das scheiß Tutorial doch gewinnt? Ist dann das Spiel sofort direkt vorbei? Gewonnen. Weil ich meine, man kann es nicht schaffen, aber ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Teller! Ach, die sind ja Teller. Wer bin ich denn? Lauf doch Dash einmal, dann siehst du, wer du bist. Weißt du immer noch nicht, wer du bist? Kann das doch, denn angehen? Du bist einer von der rechten Seite. Hier, Teller. Nur Salat. Ihr müsst auf jeden Fall zwischendurch mal ein bisschen mehr rübergeben. Ja. Ist alles da, ne? Ja, wir haben aber keine Teller, Sweetie. Jetzt haben wir wieder einen Teller. Teller drauf und weg. Salat brauchen wir mal noch ein bisschen. Wieder ein Teller. Ich schneide jetzt auch nichts mehr, jetzt reicht mir es auch. Salat drauf. Die haben hier nur Tomaten für euch gemacht. Das haben wir gar nicht gebraucht als erstes. Ja, aber ihr legt uns ja nur das hin. Ja, hier ist kein Platz mehr, ihr müsst das erstmal servieren. Es geht hier um ganz andere Grundsätze. Ja, mit den Tellern ist aber echt dumm. Hä? Ich war jetzt rechts, okay, aber naja, egal. Ist auch geil, so ein Tutorial, was einen erstmal richtig frustriert. dass man noch richtig Bock hat auf den Rest des Spiels. Jetzt machen wir schön viele Zwiebelsuppen und dann sind wir wieder Freunde, ne? Ja, okay. Gut. Wir machen jetzt einmal den Rekord, okay? Okay. Genau. Wir machen jetzt schön zum Finale uns eine schöne Zwiebelsuppe. Lecker. Ich liebe Zwiebelsuppe. Ich liebe auch Zwiebelsuppe. Wer frisst denn so eine Scheiße? Ich habe noch nie Zwiebelsuppe. Ich auch nicht. Also wenn ich vielleicht Fieber habe oder so, dann machen wir nicht Zwiebelsuppe. Dann gib mir irgendwie die Oma von nebenan vielleicht, damit ich wieder gesund werde. Aber das isst man noch nicht. Wer fährt mit dem Bauer? Lia. Oh, ich gehe jetzt mal ins schöne Restaurant und kaufe mir eine schöne Zwiebelsuppe. Also ich bin die Frau, okay. Ich bin der Brillenman. So, lass. Jemand muss X drücken. Bist du Gunnar? Nee. Also wisst ihr jetzt, wer ihr seid? Ja, ich bin die Frau. Ich bin der Brillentyp. Ich bin schwarz. Also ich gebe euch... Ich gebe euch Zwiebeln nach unten. Jawohl, Zwiebeln runter. Ich gebe auch eine Zwiebel. Ich bleib oben auch, ne? Wir legen die fertigen Zwiebeln auch hier hin. Jawohl, kriegt ihr. Ich lege nur Zwiebeln hin. Ich bin der Zwiebelhinleger. Aber es gibt nur einen Topf, das ist ja mehr. Einen Teller brauche ich gleich. Von jemandem da unten. Ja. Danke. Es ist ja mega nervig, dass es nur einen Topf gibt. Okay, wir produzieren so viel Zwiebeln. Vor allen Dingen. Noch nicht fertig! Ach so. Sorry. Sorry. Was macht ihr denn da? Hallo? Ja, wir brauchen es halt gerade nicht. Hä? Wir können gar nicht so viel Zwiebeln reinmachen in eine Suppe. Aber ihr müsst die Suppe, die fertige, auch irgendwie wegbringen. Haben wir schon, oder? Ja, ich hab die weggebracht, ja. Und wer ist eine fertige Suppe? Ich meine, nur ein Kochtopf. Ja, ich gehe abwaschen. Okay. Aber nicht. Das ist doof. Ja, was ist das denn? Wir sind eigentlich zu viele Leute, habe ich das Gefühl. Ich, ja, vor allen Dingen, weil es ist trotzdem wack, was wir machen. Sagst du auch schon wack, Alter? Ist nicht so, zu viele Köche und so. Zu viele Köche, von denen in Bayern. Ich glaube, das ist das Paradebeispiel hier gerade. Ja. Kommt hin. Ich wusste vorher auch nicht, was wack und ob das positiv oder negativ ist. Könnt ihr da die Suppe jetzt machen, oder was? Wer hat denn da? Ja, genau. Oh, sorry. Lisa! Entschuldigung, ich kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren gerade. Lissy? Jetzt, wo ich gewonnen habe und schon eine Medaille trage, ist für mich alles egal. Das ist offiziell jetzt dein Spitzname übrigens, Lissy. Lissy, ja. Okay. Lissy McGuire. Schade, ich dachte, die regt sich drüber auf. Alter, ist das ein geiler Betrieb hier. Kein Mensch isst so viel Zwiebelsuppe. Ach scheiße, die gehört da gar nicht mehr rein. Ist auch ein geiles Restaurant, was halt nichts anderes serviert. Ja. Nur Zwiebelsuppe. Das ist echt Spezialität des Hauses. Das ist besser, als so eine Karte zu haben, wo viel zu viel drauf ist. Wo so Döner. Ich würde lieber ein Restaurant gehen, wo es nur Zwiebelsuppe gibt. Ja, das weiß ich wenigstens, was mich erwartet. Und kann auch hoffen, dass die richtig, richtig gute Zwiebelsuppe haben. Geht davon aus, ne? Wenn die nichts anderes machen. Wie Nils Zwiebelsuppe. Ja, genau. Dip ist das doch, oder? So, Achtung, Zwiebelsuppe ist fertig, sagt Bescheid und weg. Jawohl. Mhm, mhm. Also besser kann man diese Map ja wohl nicht spielen. Nee. Auf jeden Fall durchgezockt, die Scheiße.
Aber wir haben erst 108. Wir kriegen 3 Sterne. Ich stehe hier schon wieder an. Also wenn nicht, weiß ich auch nicht. Du läufst rechts ab, ne? On the back, jawohl. Ich lege hier schon mal die Zwiebeln direkt hier neben. Ihr könntet uns neue mal wieder geben, hier unten zum Schnippeln. Oh ja, dann legst du ein paar neue hin. Oh. Brauchen wir eh nicht mehr. So, hier. So. Gleich ist die nächste Suppe fertig. Ich stehe schon bereit mit 3 Zwiebeln. Das ist stark. Alter, wir sind die neue Zwiebeln beste, bitte zum Schnippeln. So, mehr können wir eh nicht mehr machen. Ich schneide trotzdem weiter, das ist meine Leidenschaft. Eben. Ich kann jetzt hier nicht aufhören, irgendwie zu arbeiten. Ich werde auch, wenn ich jetzt heute Abend nach Hause fahre, schneide ich erstmal ein paar Zwiebeln, zeige ich euch. Ja, komm, eh vorbei. Schaffen wir die eine noch? Nee. Ja, wenn du mir vielleicht mal rein... Ja, ich schlafe heute nicht, ich schneide durchgängig Zwiebeln. Zwiebeln, 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 Zwiebeln. Guck mal, 3 Sterne, das war das Ziel, was wir hatten, ne? Ja. Sehr gut. Sehr schön. Gut. Maximal. Jetzt haben wir beide wunderbar gewonnen. Ja. Ja. Und dann am Ende noch eine 4er-Zwiebelsuppe gemacht. Das war richtig schön. Das geht nicht. Ja, schmeckt. Ja, das war richtig schön mit euch. Fand ich auch. Ihr habt auch verdient gewonnen. Danke. Herzlichen danke. Glückwunsch. Vielen Dank. Aber wir wären rangekommen. Ja, auf jeden Fall. Wir hätten dieses Level halt niemals geschafft. Ja, weil, wenn wir irgendwann mal das Schneidebrettchen gesehen hätten. Ja. Aber, ja. Schneidebrettchen war sehr im Schatten. Aber war gut, dass es dann nochmal ein bisschen spannend wurde. Genau. Ich gucke mir das auf jeden Fall nochmal an. Ja, ich auch. Auf jeden zurück Fall. Bei YouTube. Ja. Genau so, Lars, jetzt. Machen wir es? Ja, wir gehen jetzt Sport machen. Machen wir wirklich? Ja, trefft uns jetzt im McFit gleich. Gott. Okay. Das war okay. Sehr gut. Ja, ja, ne? Hat Spaß. Moderier mal ein Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mhm. Wir hatten sehr viel Spaß alle. Ja. Ich auch vor allem. Wir hätten noch gerne noch ein bisschen mehr gespielt, aber wir müssen jetzt auch mal schlafen gehen irgendwann. Irgendwann ist doch mal gut. Ja. Leute wollen nach Hause. Trinkt erstmal eine schöne Zwiebelsuppe. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schickt uns eure Zwiebelsuppenrezepte an lars@rocketbeans.de. Und dann gucken wir das nach nochmal. Hashtag so, Couch on Couch nochmal schreiben, wie ihr es fandet. Ja, das war schön. Super wahrscheinlich. Und die letzten Worte gehören den Girls. Alles klar. Es hat viel Spaß gemacht. Gute Nacht. Ach so. Girl Gute Power! Ciao.